Seht ihr das? Schon on, sind wir schon live? Ja. Geil. Ich hoffe, ihr habt ein paar super brisante Themen, die ihr ansprechen wollt heute im Laufe des Tages. Ja, ich habe mir extra eine Liste gemacht. Das finde ich gut, das ist die richtige Einstellung. Was ist denn dein Lieblingsgemüse, Stefan? Ich sag lieber nichts. Warum sagst du nichts, Mate? Weil ich gestern Wrestling geguckt habe. Jetzt kein anderes Thema mehr. You removed. Maeve will über nichts anderes mehr reden. So, ich glaube, ich muss jetzt mal den, was mir auffallen ist beim letzten Stream, da war es, war ich ein bisschen leiser als der Rest. Deswegen habe ich gerade Ingame-Sound und so ein bisschen leiser gemacht. Klingt und gut. Euch. Ah, okay. Klingt sinnvoll. Ich habe einfach mich lauter gemacht, letztes Mal, wo mir das gesagt wurde. Ich kann mich aber nicht lauter machen, Maeve. Ach so. Das heißt, ich könnte am Mischpult drehen, aber das wäre relativ unangenehm. Wer macht einen Raum auf oder wie oder was machen wir? Das haben wir immer noch nicht geklärt, glaube ich. Doch, Maeve wollte das machen. Ja, mal so rauf gemacht, Maeve. Also wir beide. Hast du Bloggy, alle willst du mitspielen? Kannst du mitspielen, Bloggy, wenn du willst. Ich schmeiß schnell den Render hier Teamspeak. An. Hier, Bloggy. Der Bloggy. 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 Oh, tatsächlich heißt der Dimitri. Nee. Ich will mir eigentlich angewöhnen, ihn Blacky zu nennen. Blacky? Ich eigentlich weiß, das klingt mir immer zu aggressiv. Hallo, ich bin Blacky. Eigentlich heißt er ja wie das klingt wirklich wie er. Aber Morgi, warum so früh? Also, ausreichende Frage, weil ich heute 21 Uhr einen Aufnahmetermin habe und ich hatte jetzt soweit eigentlich alles für den Tag erledigt, deswegen dachte ich mir, gerne mal die Runde streamen. Was geht ab, Wollo? Was geht ab? Na? Ja. Da dachte man, weißt du, die lustige Geschichte, Wollo, ist gerade. Als ob! Ey, ja, wir hä? Rede weiter. Wir haben gerade Bloggy, er war gerade im Chat, habe ich gesagt, Bloggy, wenn du willst, kannst du mitmachen. Und dann eigentlich ist man davon ausgegangen, dass der Bloggy jetzt auftauchen wird und dann ist auf einmal der Wollo da und man denkt sich, was ist da los? Was ist da los? Du hast geschrieben, ist Free for All. Und tatsächlich habe ich das Spiel gedownloadet. Ich kann dich rein switchen. Pass auf, Wollo. Einigermaßen. Ja. User was moved to your channel. Als Moggy das in die Skype-Config geschrieben hatte mit Maeve, habe ich gesagt zu ihm, ja, aber nur Maeve, ich will hier keinen Wollo sehen. meinte Moggy, naja, als ob der da Lust drauf hat. Wow. Hallo, ich bin Blocky. Hallo, Blocky, ich meine natürlich Blocky. Alle die Strecke will ich denn, Alter, die zugige Burg. Achso, alle, warte, Blocky. Blocky, Blocky, Blocky. Ja. Was macht der Wollo jetzt? Ihr habt ihn verjagt. Hat er die Story nicht verstanden? Doch. Der lässt sich gerade viel Zeit. Das wirft unangenehmes Licht auf alle. Blocky, du hast doch alle Strecken freigeschaltet, oder? Ja. Ja, kannst du uns alle einladen dann vielleicht? Was macht der Wollo jetzt? Muss ich gerade gucken. Moment. Weil die Sache ist, ich habe nicht alle frei. Und ich dachte mir, also privates Raumdingens da aufmachen und dann... Also erstmal gerade die Controller-Einstellung gerade mal ändern. Als ob du einen Controller hast. Leute, pass mal auf, Bloggy. Wir haben ihn mal dazu gebracht, dass er angefangen hat, Dark Souls zu spielen. Und wisst ihr, was er dann gesagt hat? Kann ich das mal auch mit Maus und Tastatur spielen? Mit Maus und Tastatur! Ich habe keinen Controller, heißt trotzdem Controller-Einstellung. Ich habe einen Joystick oder so hat er gesagt. Ein Joystick! Was ist das? Ja, du sollst nicht mit Flugzeug fliegen! Tastatur. Ja, aber ich spiele lieber mit Tastatur. Ah, nee. Welches Spiel ist das? Sonic? Welches Spiel ist das? Steht unterm Stream tatsächlich dran. Das ist Sonic und All-Stars Racing Transformed. Kann mich jetzt mal jemand einladen? Wir waren auf Bloggy. Ja, ich bin. Der muss das gerade nochmal installieren. Dauert das noch ein bisschen? Ja, spielt gerade mal eine Runde ohne mich. Okay. Alter, Bloggy muss das Spiel installieren. Online? Rennen? Alter, Wollo, du kannst ruhig wieder zurückkommen. Darfst du zurückkommen, Wollo? Da ist Wollo im Chat. Warum ist er gegangen? Weil du ihn verjagt hast. Du wolltest ihn nicht dabei haben. Vielleicht sollst du dich mal bei ihm entschuldigen. Ich habe ihn als Beispiel genommen dafür, dass als Moggy Maeve geschrieben hat, da fand ich es lustig, dass er die anderen nicht angeschrieben hat. Ja, aber vielleicht sollst du dich trotzdem mal entschuldigen. Nee. Finde ich aber auch immer ohne Witz. Bam. War halt echt unterste Schublade von dir. Und Wollo ist nicht online im Spiel, kann ich ihn nicht einladen.
Wollo. Weil du eine asoziale Fotze bist, Johnny. Komm zurück. Das ist der Grund. Du hast mich falsch verstanden. Ihr dürft die Einladung übrigens annehmen. Ah ja. Ich meine, alle, die gerade zuschauen, denken sich, Alter, war die Einladung? Nee. Ich persönlich würde ja jetzt noch ganz gern ein bisschen die Menüs sehen für ein paar Stunden. Macht euch keinen Stress. Alter, dieses Spiel wird so laut manchmal ganz kurz. Moggy hat nämlich speziell Maeve angeschrieben. Das fand ich witzig. Und dann meinte ich, ja, weil du ja. Dann habe ich so aus seiner Sicht gesprochen, ja, Wollo wollen wir hier nicht sehen. Und dann hat er alle angeschrieben. Ja, aber du Fotze. Hätte auch Ricky sagen können oder alle anderen. Nein, wir haben gestern Abend Sonic und All-Stars Racing getestet, weil Johnny es nicht gekauft hat. Und Maeve war nicht begeistert davon, dass wir es gestern Abend getestet haben. Da ist er zu uns gejoint, hat er gesagt, ihr spielt Sonic und All-Stars Racing und mir hat keiner Bescheid gesagt. Da dachte ich mir, heute als ich streamen wollte, dachte ich mir, vielleicht sollte ich Maeve Bescheid sagen. Der war da gestern nicht begeistert. Ja, und dann meinte ich, ja, vielleicht solltest du nicht nur Maeve Bescheid sagen, sondern auch so Leuten wie Wollo. Ja, richtig. Leuten wie Wollo, was soll das jetzt heißen? Abgewichste Sauerei, das möchte ich auch mal ansprechen. Generell bin ich da sehr enttäuscht insgesamt, ne, in der letzten Zeit. Alter, Johnny! Und Shit. Johnny? Ja. Nee, zu dir wollte ich gar nicht sagen. Mock, ich bin mit deinen Let's Play-Fähigkeiten in diesem Stream gerade sehr unzufrieden. Du hast nicht gezeigt, was überall gemacht werden kann. Die Einstellungsmöglichkeiten hast du nicht gezeigt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die Stimme lauter oder leiser machen kann. Ich weiß nichts. Kann man ja. Du solltest, ja, pass mal auf, Wollo, dann kannst du von mir jetzt aber auch noch was lernen, das sind die Basics. Oha. Wenn du ein Steam-Spiel online, wenn du das in der Let's Play-Schule gelernt hast, wie man ein Spiel online spielt, auf Steam, was ist denn eine Sache, die man machen sollte, Wollo? Sich auf online stellen, online damit andere stellen? Einen einladen können. Online stellen, ey, wie ging das denn nochmal? Weiß ich doch nicht. Ich bin nicht der, der sich offline stellt, ich nehme die Leute nicht an. Das Steam-Menü auf. Ey, Shift und Tab. Ist immer wieder ein Rätsel für mich. Schiff und Tab. Ja. Ah. Er macht ja mir Vorwürfe. Seht ihr den? Der sollte vielleicht mal die ein oder andere. Weißt du was, Wollo? Heute nach dem Stream. Da habe ich jetzt eine Bestrafung. Oh shit, falsche Taste gedrückt. Da habe ich eine Bestrafung für dich. Du wirst mir für eine Viertelstunde mindestens 3 Forum-Beiträge im Let's Play-Forum lesen. Boah. Und zwar in dem Bereich Tipps und Tricks. Den gibt's bestimmt. Hat jemand da eine noch leisere Tastatur am Start oder müssen wir uns dran gewöhnen? Das ist Fully, der tippt gerade bei sich auf der Arbeit. Was? Das hört man ein bisschen. Das hört man ein bisschen rüber. Das würde mich halt nicht wundern, ne? So, er hat eine sehr laute Tastatur. Ich glaube, das war keine Main-Lautstärke, was ist das denn? Aber Fully hat es gefixt inzwischen, das ist nicht mehr so laut. Er hat sich ein neues Stativ gekauft. Ja. Wobei er natürlich darauf bestanden hat, dass die laute Tastatur, kann sich ein neues Stativ kaufen, aber die laute Tastatur, auf die wollte er nicht verzichten. Eine mechanische Tastatur. Ich weiß immer noch nicht, was das wirklich sein soll, aber alle sagen immer, ich weiß mechanische auch nicht, was daran Tastatur. Aber Leute, die sowas haben, die sind immer ganz stolz drauf. Ja, und die gehen mir voll auf den Sack, weil sie scheiß laut sind. Das ist wahrscheinlich so ein iPhone-Ding. Nee, die mechanische Tastatur hat einfach eine bessere Haptik. Ja, aber wofür brauche ich die, Blocky? Wenn sie mal bringt, ist, wenn die laut ist. Weil du damit viel genauer tippen kannst. Boah, endlich kann ich mein E so richtig on point setzen. Nee. Das ist kein Scherz, wenn du öfter Spiele damit spielst, dann wirst du schon merken, dass es einfach viel genauer ist. Alter, pass mal auf, Wollo, da kann ich dir was erzählen, das wäre für mich gestern vielleicht hilfreich gewesen. Und zwar wollte ich irgendeinen Code, wir wollten mit Dolphin was versuchen online zu spielen, wollte ich einen copy-pasten und statt Steuerung und C habe ich aus Versehen Alt und N gedrückt. Ich glaube, das wäre mit der mechanischen nicht passiert. Vermutlich nicht, unmöglich. Hätte ich direkt gespürt, dass da was nicht stimmt. Ich kann, glaube ich, beitreten. Bin ich eingeladen worden? Blocky wollte auch eigentlich einen Raum aufmachen, das war jetzt eh nur die kurze Runde vorab. Blocky hat alle Strecken frei. Ich bin nicht eingeladen, nee. Kann ich dann einladen? Ich konnte nicht, weil du offline warst und jetzt sind wir gerade im Rennen drin. Warte, ist jetzt eh Runde 2, komm noch einer. Ich finde immer noch sehr schade. Das ist kein zweiter, das ist kein neuer Teil von Zeug und All-Stars Racing bisher gekommen ist. Nee, dass der erste Teil einfach keinen Online-Modus hat, weil ich finde den ersten und das Teil auf leider PC besser. Der erste Teil hatte einen. Der hatte früher einen. Ja klar, der einen, aber... Okay. 360 habe ich es gespielt. Ich war gut. PS3 online war der Beste. Aber die Xbox-Version hatte Banjo-Kazooie. Was hatte die PS3-Version? Alter, und das im geilen eckigen Cornflakes-Schachtel. Richtig. Ich mochte ja das Design tatsächlich von Banjo und Kazooie aus Nuts and Bolts. Ich finde, designtechnisch war das 1A tatsächlich. Ja, der Trailer hatte ja auch so angefangen wie ein gutes Banjo-Kazooie. Alter, als der Trailer kam, ne, da kamen mir die Tränen vor Freude.
Mir nicht. Am ich habe den Trailer nicht gesehen so. Und ich kannte Banjo-Kazooie damals nicht. Ja, das dann ja. Dann lässt es einen kalt. Aber das ist halt eigentlich echt interessant, weil Banjo-Kazooie, ich meine, ich bin ja unter N64-Besitzern aufgewachsen. Ich hatte keinen selber, aber ich bin da ja aufgewachsen. Aber interessanterweise von Banjo-Kazooie habe ich erst wirklich mit YouTube so erfahren. In den ganzen Let's Player-Tum, weil der auf einmal naja, da war Banjo-Kazooie richtig populär. Und ich dachte mir, was ist denn das für ein Spiel? Das ist ja gar nicht der Conker. Ja, okay, Conker kannten sie. Ja, Conker kannte ich. Wollte gerade sagen, dann sind es ja nicht solche krassen. Normalerweise, wenn man eine N64 hatte, kannte man auch Banjo-Kazooie. Ich habe Conker auch nicht selber gespielt gehabt. Ich hatte Kamera Geld auf dem. Ich weiß. Hat, als ich dann zum ersten Mal selber gespielt habe, dachte ich mir dann auch, Nee. Nein! Wobei ich natürlich nach wie vor das Remake gerne spielen würde. Ey, nee. Ich muss das Spiel erstmal machen, ich will gar nichts. Ja, hab ich auch schon gemacht, Maeve. Mal alles runtergehen. Der Maeve, der zieht hier die Runde durch, wo er nichts hört, als dass er irgendwie verlieren würde. Lädt mich jetzt einer ein? Ja, warte, sobald es geht, lade ich dich ein, okay? Okay. Sobald es möglich ist. Ich guck nur Audio, weil es weder in ihrem Wohnheim zu langsam ist, damit Mobil nicht buffert. Das ist okay. Online. Auch wenn ich sagen muss, dass beim Gameplay dir einiges entgeht, tatsächlich. Von Conker habe ich erst vor drei... gleichzeitig spielen zu können. Was? Es scheinen nur vier Leute gleichzeitig spielen zu können. Bei was? Oder ist es nur der lokale Modus? Weil hier unten nee, da ist eigentlich Platz nur vier Minis hier. Also bei uns ist es eine ganz lange Liste. Ups. Nee, ich denke nicht, dass es so Strecke. Ist. Fuck, was ist denn hier für eine Strecke? Alter, oh, Graffiti City. Ich hab's irgendwie Rollstars Racing tatsächlich auch vor nicht allzu langer Zeit mal ein bisschen im Singleplayer gespielt. Ich dachte mir, das ist ein schönes Spiel. Gibt's ja auch diese Drifting-Herausforderung und so eine Scheiße. Mhm. Das ist wirklich. Ich mochte auch Rollstars Players, der davon gemacht hat. Solltet ihr euch anschauen. Mhm. Ja. Achso, ja, ich hab alle Strecken, aber nur im nicht gespiegelten. Also, aber ich hab schon zwei. Was? Der gute Spiegelmodus! Ohne den will ich nicht, Blocky. Ohne Spiegelmodus, ohne mich. Ja, ich habe das irgendwann auf 100% gespielt, dann habe ich aber neu angefangen. Wo bleibt ihr jetzt? Und dann kam ich nicht mehr weiter, weil ich bin gerade drin. Ah, okay. Genau, von Conker habe ich erst vor 3-4 Jahren erfahren. Oh, ich habe ja sogar DLC-Charaktere, ne? Ich habe Pay to Win. Alter, hat er den geilen Rio? Natürlich habe ich Rio. Alter, ich sehe schon Gabelstapler vor mir. Oh, ich muss auch einen Fahrer wählen. Alter, wen hat Blocky da? Was ist das? Das ist Gum. Hä? Das ist Gum aus Jet Set Radio. Als ob ich Jet Set Radio jemals gespielt hätte. Ist Johnny noch da? Morgen starten spielt. Einfach. Ich glaube, Johnny Danny ist da in die Eltern rein oder so gekommen gerade. Ich glaube, der Johnny traut sich nicht mehr zu sprechen. Ist schon okay, Johnny. Blocky ist zwar da, du musst nicht nervös sein. Komm, gib mir endlich einen Bonus-Start. Ja, Mann. Oh, komm. Der hat doch nur Angst vor Keggy, glaube ich, oder? So wie ich. Das ist doch ein Mirror, was willst du denn? Was für ein Mirror? Also gespiegelt. Ich habe übrigens die besten Fahrer von allen gewählt, nämlich die eine Rennfahrerin, die es irgendwie in Wirklichkeit gibt, wo ich nicht verstehe, warum die da ist. Ich meine, es ist einfach eine Rennfahrerin. Oh nein, meine Tasten sind verkehrt. Egal. Wie in einem Hot Wheels oder Micro Machines ein Pferd. Das ist auf jeden Fall ein Hot Wheel, wo die drin ist. Wisst ihr, was ich immer früher gehasst habe? Kinder, die Matchbox gut fanden. Wieso sollte man Matchbox nicht gut finden? Weil Matchbox immer eher realistisch war. Es war fucking langweilig bei Hot Wheels, Alter. Aha. Da waren die geilen futuristischen Traumautos. Verstehst du? Oh, ich hab wieder umstanden gedrückt. Nein! Ich wusste nicht mal, dass es da einen Unterschied gibt. Natürlich! Das ist wie Lego und Playmobil. Ich hab mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ja, verrückt, willst du nicht das Playmobil-Kind sein? Ich war das Lego-Kind. Mein das Bruder war das Playmobil-Kind. Man will nicht das Playmobil-Kind sein. Würdest du sagen, dass man es bis heute noch merkt, dass er ein Playmobil-Kind war? Auf jeden Fall. Ich habe auch damals, ne? Damals haben wir dann Playmobil versus Lego-Piraten. Was wollen die Playmobil-Piraten denn bitte machen? Was wollen die Playmobil-Piraten machen? Da fahre ich einmal gegen und alle kippen um. Ja. Während das meine stimmt. Lego-Männchen natürlich standhaft bleiben. Die haben gar keine Standfestigkeit. Wie echte Männer. Ne? Das ist einfach so. Gar keine Chance gehabt. Die Playmobil-Piraten konnten auch keine Kanonenkugeln abfeuern. Oder doch? Die Lego-Piraten haben auch nicht. Doch, ich hatte so Kanonen. Natürlich, die hatte so Kanonen, da musst du hinten so dran ziehen. Ja. Mit so einem kleinen Plöppel. War das so? Ja. Aber waren das nicht eher die Playmobil, die das konnten? Das war Lego definitiv. Ich hatte nämlich so gut wie kein Playmobil. Waren schon die Hightech-Lego-Piraten.
Was heißt erhalte? Ja, das ist ja Johnny Carter. Ich bin mir sicher, dass das gab es schon vor den Bionicles. Ja, eben. Bei denen gab es bestimmt von Lego nur diese Bauklötze mit Türen und ja, Dächern. Genau, Johnny, da gab's also als ich ein kleines Kind war, haben wir mit Holzblöcken gespielt. Der Astronaut kam irgendwann zu Wonos-Zeit raus. Da war so haben wir auch noch gespielt. Gestern noch im Fernsehen die Mondlandung gesehen, ne? Und am nächsten Tag kannst du schon selber mit Lego nachspielen. Ach, war der Shit. Das war die Zeit des NES, ja. Da konnte man wenigstens mit ein paar Sekunden mal die Angst, dass Russland die ganze Welt wegbomben würde, schon vergessen. Ah, ist echt so. Das war die gute Zeit. Ist das nicht wieder brandaktuell? Bisschen Nostalgie? Nein, nicht so wie damals. Also ich habe gerade keine Angst. Aber ich habe tatsächlich als Kind auch keine Angst gehabt. Muss ich jetzt so zugeben. Ja, das war auch ein bisschen, ich würde auch eher sagen, es war noch ein Stück weit mehr in der Vergangenheit. Oder? Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, was weiß ich, mit 6 Jahren hätte ich auch die Tagesschau nicht geguckt. Hätte ich sowieso nicht mitgekriegt. Ich guck das jetzt fand ich erst die cool Tagesschau. Ab 7. So. Alter, ich schieße mit Herzchen. Ich auch nicht, Johnny. Sollte das überhaupt noch heute oder? Jemand an? Das gucken nur noch alte Leute. Also ich guck das an. Nur, wenn das ich kommt da im Fernsehen, das ist ein Problem. Ich hab das zuletzt geguckt, als ich da im Studio war. was redet ihr? Die Tagesschau. Fernsehen. Oh, die Tagesschau. Fernsehen im generellen, ja. Ey, wie viele Biene kommt denn noch? Lese auch keine Zeitung. Muss nächstes Rennen mal aussetzen, ich hab ein Big Tasty am Start. Alter, sag mal, wie lange liegt denn der da hinten schon, Johnny? Da müssen wir nicht. Es gibt ein paar Dinge, die wir vielleicht eventuell gelernt müssen. Das Ding ist schon 20 Minuten da hinten. Ich würde sagen, dieser Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Außer das Aussehen. Und Johnny hat in seinem Leben schon viele Big Tasties gegessen. Mindestens ja. 20 Stück. Ach ja. Soll ich da jetzt den traurigen Funfact droppen? Ja, der ist tot. Wir wissen es alle. Tut mir leid. Du darfst dich nicht drüber lustig machen. Ist der wirklich der ist tot? Mach ich dachte, nicht. Das der ist tot. Ich kannte den vor euch. Nintendo Fire Force. Ich weiß. Also, gib ihm. Da gab es noch ganz andere Steine. Ja, weil das ist immer wieder brandaktuell. Ihr nämlich. Ihr damit anfängt. Ich würde niemals. Das ist ein Internetklassiker. Ich kannte den, ja. Ah. Kannte den nicht. Wundert mich nicht, Maeve. Ich weiß nicht. Na gut, Maeve ist nicht so ein McDonalds-Gänger. Der bestellt nur. Der zahlt einfach mal 18 Euro mehr für den Burger. Ist egal. Maeve ist reich, der kann das. Reich wie Maeve müsste man sein. Es gab Playmobil und Lego-Kinder, dann gab es noch die, die Duplo spielten. Nein, Duplo-Spieler waren heranwachsende Lego-Spieler. Ja. Eben. Ich hatte auch immer noch beides dann. Ich glaube, zu meiner Zeit gab es noch kein Duplo, das kam ja später. Aber ist Duplo nicht Lego? Duplo ist Lego, ja. Mit dickeren Blöcken für kleinere Kinder. Duplo nicht die längste Praline der Welt? Auch. Das ich weiß, weiß der fette Maeve weiß wieder, der denkt direkt. Ja, ich kenne die Schokolade natürlich nicht. Es ist wirklich die längste Praline der Welt. Und vor allem ist halt die Frage, das ist eine Sache, die ich mir schon immer die Frage gestellt habe. Qualifiziert sich ein Duplo überhaupt als Praline? Nein, für mich ist nämlich eher so ein eher in die Kategorie Riegel. Warte mal, ihr wollt mir jetzt sagen, das ist ein Werbespruch und nicht die Wahrheit? Was? Ja? Ach, scheiße. Das ist ein deswegen haben die immer Schluss mit mir gemacht, wenn ich den Pralinen geschenkt habe. Ja, du musstest die aber auch zu einer Rose formen, ne? Ja? Bist du ein Gönner und dann. Ein bisschen Gönner, schenkst du ihnen eine Packung Snickers, dann sagst du, da ist eine geile paar Pralinen, dann sagt die, nee. Sagst du, was, nee, halt die Schnauze und dann ist sie weg. Ja, so war's. Das ging ruckzuck, kannst gar nicht hingucken. Ich esse nur einen Schokoriegel. Maeve hätte ich damit behalten können. Der hat gesagt, lecker. Und dann hätte er die Hose runtergelassen, wie sie es gehört. So wie ja, natürlich, ne? wenn du genug Snickers gegessen hast, dann fällt es auch schwer, die Hose noch oben zu halten. Ja, ist wirklich so. Ja. Stimmt, ja. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Oh ja. Stimmt, da waren Waffeln. Ja, die gehen da auf Nummer sicher, ne? Das sind schon fickerige Leute, die wissen, wie man es macht. Da waren Waffeln drin, als ob in Pralinen Waffeln drin sind. Ich sehe jetzt keinen Grund, der dagegen spricht. Da Pralinen sind für mich eher, die kauft man nicht als einzeln. Da sind eher das, was Pralinen auszeichnet, ist die Sache, dass so viele verschiedene, Duplo kleine, verschiedene Geschmäcker kaufen. Hast. Du sollst die mehr große Packung für die Familie kaufen, 11 plus 1. Pralinen
sind, glaube ich, damit ausgezeichnet, dass sie eine edle Füllung haben. Das Schlimme ist ja, wenn man als Kind eine Praline bekommen sagen, hat. Eine Waffel ist keine edle Füllung. Hat das Alter, nee, das werde ich jetzt so nicht akzeptieren. Was ist mit Waffel der... Waffel ist ein Gebäck. Mochtet ihr Pralinen als Kinder? Nein. Das war wie eine Bestrafung, oder? Wenn man die bekommen hat. Was? Nein. Hä? Was hast du für Pralinen also, bekommen? Du hättest Pralinen entweder was Shit. Schönes, entweder es schöne kommt... Kinderschokolade bekommen können oder so eine beschissene Praline. Was ich, meine, ich würde heute noch die Kinderschokolade vorziehen. Ab einem bestimmten Alter liest man gerne mal in der Praline ein paar Artikel, aber... Als ob noch irgendeiner der Zuschauer hier die Praline kennt. Aber okay. Ich hab das nicht verstanden. Das ist ein 80er Jahre Ding, glaube ich. Du bist zu jung dafür, um die Just Praline zu kennen. Wolle Just 90s Kids nur, ne? Ja, Just 90s Kids. Deswegen ist. Das war ein Porno-Heftchen. Das war das DSF der 30. Alter. Kann ich mir deine Ausgabe auf eBay kaufen? Ja, bestimmt. Würde ich aber nicht machen, die sind jetzt alle richtig alt. Dann kannst du dir die gute deine Mutter Oma oder Mutter sein, ne? Das, nee. Die haben bestimmt so seltsame Frisuren und man sieht so die seltsame 90er Kameraqualität. Ja, genau. Ist nicht schön. Na, in Erinnerung war alles besser. Wie mit den Kids und sich mehr gekauft hab. Da ist eine Menge Schwachsinn. Diese müssen halt auch so richtig langweilig gewesen sein im Nachhinein. Was? Nein, das ist Shit. Nein, da steht überhaupt nichts Informatives drin und so. Die Tests waren richtig schlecht und. Alter, was heißt da richtig schlecht? Ich habe da einen Artikel gesehen. Da waren sie auf so einem Preview-Event oder so von der PlayStation 2. Boah! Ne. Von der PlayStation 2 und da haben sie so ein paar Screenshots gehabt. Das war irgendwie so vorgerendertes Standard-Bildmaterial, so Artwork, das man der Presse gibt. Da haben sie gesagt, so gut werden die Spiele auf der PS2 aussehen. Ich habe mir jetzt angeschaut, ich dachte mir. PS4-Spiele sehen nicht mal so aus. Ja, aber man glaubte es immer, ne? Ja, so, man dachte das dann aber auch, wenn es rauskam, sogar immer noch. Ja, es fiel einem nicht auf, ne? Dass Sie es gar nicht recht. So aussieht. Alles fotorealistisch, habe ich mir sagen lassen. Es wurde immer alles, immer nur fotorealistischer. Dieses Spiel hier, fotorealistisch. Glaubst du, Shenmue 3 wird fotorealistisch? Absolut. Ich habe ja schon die ersten Bilder gesehen, war absolut fotorealistisch. Ich konnte nicht erkennen, ob das jetzt ein Film ist oder ein Spiel. Sag mal, machen die Shenmue-Film? War mir nicht mehr. Ich weiß es bis heute nicht. Ist das vielleicht wirklich nur ein Film? Mit QuickTime? Was ist denn hier los? Ich nicht alle. Kann ja sein, ne? Alter. Boah, Shenmue 3 wird so geil, ne? Voll du meinst wie Space Ace? Weg. Ja, genau. Space Ace oder Dragon Slayer, so die bekanntesten, ne? Don Bluth kennt man. Don Bluth macht wieder ein neues Spiel. Ja, ich finde solche Spiele scheiße tatsächlich. Ja. Ist auch noch scheiße. Weil damals für die Zeit beeindruckend da war. Ja. Richtig, aber. Weißt du, welche Spiele eigentlich immer noch mehr oder weniger gibt, aber die sind nicht mehr hektisch. In der Regel. Gibt's sowas echt noch? Ja, natürlich, so dieses, das ganze Telltale-Zeug und sowas ist doch im Grunde ähnlich. Ja. Wieso nicht? Du spielst. Da tue ich mich jetzt schwer. Ich sehe es als auf jeden Fall einen geistigen Nachfolger. Ich habe Dragon Slayer so schon mal gezockt, von daher. Ich weiß auch, was ist. Das ist halt, da läuft die Cutscenes durch, da hast du Quicktime-Events. Dann geht es entweder gut oder nicht. Im Grunde hast du keine Quicktime. Also, der zeigt dir nichts an oder so, ne? Du musst selbstständig herausfinden. Es gibt aber auch solche Spiele, da wird es angezeigt, Wollo. Es war einfach unmöglich. Es war einfach unmöglich. Wollo, es gibt auch Spiele, da wird angezeigt, was zu machen, wo du drücken kannst. So kann sein. Auch nicht. Ich hab sie nicht alle gespielt. Ich hab zwei Stück gespielt. Ich auch nicht. Genau die Johnny nannte. Wusstet ihr, was als die beste Version von Dragon Slayer gilt? Der Laserdisc-Port. Der geile Laserdisc-Port. Hattest du mal eine Laserdisc, Wollo? Nein. Ich auch nicht. Tatsächlich, ich weiß, es ist niemand hatte ein Laserdisc-Automat. Ach, war das? Beziehungsweise ein Laserdisc-Gerät. Das sind die pizzagroßen CDs. Ja. Halbland. Die sehen voll geil aus. Die sehen extrem cool aus. Ja, wenn du so ein riesen Ding hast, ne? Jurassic Park auf einer schallplattengroßen DVD. Vor allem hat das nicht alles auf eine Seite gepasst, geil. Das musste gewendet genau, werden. Genau, das musst du auch noch umdrehen, wie cool ist das denn? Dann mitten im Film drehst du um.
Boah. Es gibt auch Player, die das von alleine umdrehen. Da weiß ich ja nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, es geht dann einfach auf. Wird gewendet und dann wieder geht's wieder zu. Ich denke eher, dass der Laser die Position wechselt. Aber ich will jetzt seine Illusion nicht nehmen. Ich finde meine Version schöner. Deine Version ist wie so eine Frühstück-Machmaschine aus irgendeinem 80er-Film. So Back to the Future oder so. Da kommt eine Kugel von oben links, die fällt dann runter und dann dreht genau. sich das irgendwann, ne? Sowas. Das war der beste Anfang eines Films. Also, zurück in die Zukunft. Was hängt denn an? Ja, indem eine Kugel runterfällt und dann... War das so? Da ist so eine Frühstück-Machmaschine, ja. Cool. Eine Frühstück-Machmaschine. Das ist... Ach, ich weiß, wo los ist. Das tut mir irgendwie, als ob ich mit Rick geredet. Ich kenne den Film logischerweise, ne? Aber ich kenne einzelne Szenen, kann ich nicht mehr so... solche Sachen weiß ich da nicht mehr. Tut mir leid. Also, wenn ich den Film jetzt gucken würde, wäre für mich 80% fast deins. Ja, dann kommt... Was dann geil wäre. Marty in den Zimmer... Ja. Und will diesen Verstärker benutzen und das ist viel zu laut. Und dann fliegt er weg. Mensch, genau. Marty, das ist zu laut. Kannst du mal leiser machen? Und dann ist er eh schon zu spät zur Schule, warum auch immer er dann noch Gitarre davor spielen Mensch, will. Mensch, Mutter, ich bin zu spät zur Schule. Du kommst heute mit dem Chacho. Laserdiscs waren übrigens scheinbar in Japan sehr beliebt. Nein, zumindest im Chat gelesen. Ich weiß nicht, wiefern diese Aussage der Wahrheit entspricht, aber. Ja, die Frage es wirkt ist halt, wie definiert also. Man jetzt sehr beliebt? Das ist die Frage. Laut Nintendo sind alle Spiele große Hits in Japan von ihnen. Ja. Bei denen was Der große Hit nicht. Aus Japan kommt zu uns, aber alles ist ein großer Hit. Der große Hit aus Japan. Street Pass. Das könnte in Japan aber tatsächlich ein Hit gewesen sein. Ja, weil das ist das Problem. Das sind ja so Handheld-Verrückte. Ich nehme das Ding ja mit. Ich habe gerade kurz verstanden, Handheld-Verrückte. Da dachte ich mir, entschuldige mal, was hat das damit zu tun? Wenn ich sowas sagen würde, würde ich dir rechtzeitig Bescheid sagen, damit du den Stream ab 18 stellst, ne? Das wäre ziemlich, das würde ich sehr, schätzen. Ist voll. Ja, so bin ich! So ist er. Bin ich noch sauer auf mich? Nein. Gut. Jetzt ist er sauer auf Maeve. Ich war nie sauer auf dich, aber ich dachte mir, Ist doch nicht sauer auf mich. Wie weit treibst du es? Ja, ich habe die Story falsch erzählt. Es war das Storytelling, das seine Gefühle verletzt hat. War ein bisschen richtig los. Ja, war halt wirklich auch ein bisschen gemein. Ne? Ich meine, jetzt kommt man das erste Mal in so einen Stream mit rein und das erste, was man hört, ist, ich habe gehofft, dass Wollo nicht kommt. Weißt ja, aber das war schon? Ja, das Gegenteil war ja der Fall. Da sehe ich Wollo nach 8 Monaten zum ersten Mal wieder auf dem TS, ja? Ja. Und dann wird er gleich verekelt wieder. Das war ja das Witzige daran. Verekelt. Vor allen Dingen, Maeve, wir müssen uns wieder dran gewöhnen, miteinander zu sprechen, denn es kommt bald Mario Kart 8 Deluxe. Alter, ne? Stimmt. Da habe ich ein Together-Projekt mit dir alleine. 100 Parts vor. Alter. Innerhalb des ersten Monats. Sag mal, Wollo, weißt du was, Wollo? Wir müssen jetzt auch mal kurz über eine Sache reden. 1000 Parts MK8 Deluxe, ja. Ich wollte gerade sagen, die 1000 Parts mit Mario Kart 8 hat noch nicht ganz geklappt. Aber ich würde sagen, wir lassen jetzt Mario Kart 8 Deluxe einfach mal noch dazu zählen und dann sollst du eigentlich in den nächsten 2 Wochen dann das voll haben. Sollte kein allzu großes Problem mehr, ne. Und die sonntäglichen Streams. Ey, die haben wir eine ganze Zeit lang durchgezogen, da kannst du nichts sagen. Das stimmt, aber auch die mit Gewinnspiel? Ach, bitte. Dafür haben die Leute zu wenig Geld dagelassen. Das stimmt, die haben gar keins dagelassen. Ja. Hauptsächlich geht es nur darauf hinaus, dass wir irgendwas gesagt haben und Cornel dem nicht zugestimmt hat, dann haben wir uns gegenseitig angeschrien. Ja, was heißt wir haben uns gegenseitig angeschrien? Wobei nicht, nee, Moment. Du und Cornel, ihr wart aber schon gut voran, sag ich jetzt mal. Er wollte nicht akzeptieren, dass man Brötchen auf Toaster machen kann. Ja, er wollte auch, dass wir Würmer fressen. Regenwürmer. Alter, ich werde wieder wütend, wenn ich nur dran denke. Also, da kommt mir die Galle hoch. Ein paar Ansichten, die ich so nicht unterschreiben kann. Dann kann man auch mal sauer werden. Als ob ich Regenwürmer fresse als Bestrafung, weil ich in einem Spiel verloren habe. Frisch auf den Garten. So wie ich Garten hätte. Was sind wir denn? Kindergartenkinder? Die sich so bestrafen? Nein, der wird in eine Zwiebel gebissen. Auch so eine richtig lahme Bestrafung. Ich kann ohne Probleme in die Zwiebel beißen. Ich habe da keine Schmerzgrenze. Ja, ich auch nicht. Zieh mir die Scheiße rein wie ein Apfel. Ja, ich auch. Würde ich auch. Wär geil. Ich mach mir nachher Zwiebeln. Ich freu mich schon drauf. Oh, ich hätte gerne Zwiebel.
Der hat Hundefutter gegessen, ne? Ja, für 5 Euro. Wer hat was gegessen? Hast du auch schon ziemlich, das ziemlich, so der, ziemlich der, niedriger, das oder? Richtig, das ist so richtig der Abgrund, ne? Ja, 5 Euro, Clay frisst Hundefutter. was für Hundefutter? Beim 5 Euro hat das Futter doch bestimmt gekostet. Er hat doch nicht eine ganze... Also Punkt 1, Clay hat natürlich das günstigste Hundefutter genommen. Ja, aber haben die einen Hund bei Clay? Ne? Ja, einen Hund, ja. Okay. Es gab also ja, tatsächlich, das Hundefutter war wahrscheinlich schon da. Aber für 5 Euro schon. Das ist halt also feuchtes Hundefutter oder trockenes Hundefutter? Wahrscheinlich trocken. Nee, ich feucht mal bestimmt. Was? Clay, erklären Sie uns auf. Wenn das durchzieht, dann ist richtig eklige. Es schmeckt feuchtes Hundefutter. Wie so Pastete. So richtig jetzt langweilige ohne Salz. Nee, ich weiß, wie es schmeckt. Ich hab's probiert, ich stehe auch zu. Ah. Na gut, du hast dich halt nicht prostituiert dafür für 5 Euro. Mhm. Ich hab's aus reiner Neugier getan. Was, wenn ich dieses Stück Fleisch in den Mund nehmen würde? Es ist halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich da gegessen habe. Da gibt's ja auch noch Unterschiede, ob das jetzt Rinderfilet mit irgendeiner Scheiße ist oder halt sowas Ranziges. Ja, wenn, dann will ich echtes Rinderfilet, ne? Nur vom Feinsten. Auf jeden Fall schmeckt richtig das mal so. Clay war früher ein richtiger Gönner. Schmeckt einfach ziemlich lame. Heutzutage nichts mehr davon. Ja. Morgen kandiert Zwiebel statt Äpfel. Alter, eine geile kandierte Zwiebel. Oh, da hätte ich Bock drauf. Lecker! Hä, kandierte Zwiebeln sind halt wirklich lecker. Was? Als ob du schon mal eine kandierte Zwiebel hattest. Also, auf den 1955er Burger von McDonald's waren welche drauf. Oh ja, Mann. Ich glaube aber nicht, dass sie wirklich Zwiebeln kandiert natürlich sind. Danke. Doch, doch, kandierte Zwiebel ist schlicht und ergreifende Zwiebel mit Honig sozusagen. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, dass ihr das meint, aber ich meine jetzt eher so richtig, so mit einer festen Zuckerschicht außenrum. Ja, das habe ich mir jetzt auch so vorgestellt, wegen dem Äpfel. Das wäre ein bisschen komisch, aber schon klar, so schlimm war so ein bisschen mit was Süßem anbraten kannst, dagegen sei ja nichts. Das ist ja nicht crazy und Roffelkopter-mäßig. Das bringt dir nicht die geilen Klicks. Crazy wie Ricky. Ich will 1955er essen jetzt. Der war ganz lecker, ne? Fand ich auch. Der war nicht mehr. Also wenn ich jetzt einen McDonald's-Burger essen müsste, wäre der 1955er und der Big Mac wahrscheinlich so meine. Ich habe vor kurzem Big Mac gegessen, fand ich scheiße. Wieso magst du keinen Tasty? Was ist los mit dir? Ich finde, die Soße vom Tasty schmeckt scheiße. Aber die klingt ja schon tasty. Ich bin der Meinung, dass der Big Tasty auch sehr overrated ist. Also ich finde ihn überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Also ich finde ihn jetzt auch nicht schrecklich oder so. Ich dachte mir immer, wenn ich Big Tasty gegessen habe, dachte ich mir, und das ist jetzt so, das war's. Das ist ja nett. Ich finde den halt echt mit am besten, aber mein absoluter Favorit ist der TS. Und es gibt noch ein Problem bei dem Ding. TS war ich auch der Bacon. Ich finde Royal TS ist so geil. Royal TS war richtig gehypt und geliebt, aber ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe noch nie bestellt. Ja, du kannst den ja auch ohne Bacon essen. Wie soll ich immer bestellen, ne? Oh, anders bestellen, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Ich ging zu McDonald's. Wir so schnell, wie es irgendwie geht, diesen Burger haben und dann weg. Nicht noch Sonderwünsche äußern, dass sie den noch frisch machen müssen. Nee. Naja, die Pommes immer ohne Salz bestellen und dann selber bestreuen. Ich gehe da ja auch nie hin. Das ist ja, ich bin ja kein McDonald's-Fan, von daher. Passt schon, passt schon. Komm gut damit klar, wenn ich da nicht so oft bin. Die Milchshakes sind gut. Milchshakes sind aber überall gut. Ja. Shakes sind super. Das ist jetzt eher eine Leistung, wenn man die Milchshakes verkackt. Wobei, sag ich mal, gegessen tatsächlich. Was die Burger King-Shakes sind nicht so gut. Das war einfach nur so Bananenmilch und kein Shake. Milchshake genannt, das hat mich so wütend gemacht. Weil Bananenmilch ist geil, aber nicht, wenn man Milchshake erwartet. Ja. Was nennen die das Milchshake? Das ist eine kalte Milch. Ja, die wollten dein Geld. Das war die kalte Milch, die geshaked haben, und das ist noch lange kein Milchshake. Da gehört Eis rein. Tatsächlich. Du willst ja stark hoffen. Gott, ich hasse diese Strecke, warum habe ich die genommen? Ja, nervt gerade richtig. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe das Spiel übrigens gestern gekauft. Echt? War im Angebot. Hä? Was kostet das? Ah, es war glaube ich hier so ein Sonic-Bundle, ne? Du musstest das doch wissen. Ich weiß nur, dass du gestern probiert hast, ob es funktioniert, aber dass du es gekauft hast, weiß ich nicht. So, ja, okay. Kann sein, dass du schon seit 100 Jahren in der Bibliothek rumliegen hast. Ja, das stimmt. Ich wie jeder andere auch, der vor 100 Jahren schon so ein Bundle gekauft hat. Es ist gerade, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber da war es irgendwie für 6, 7 Euro so. Ne, du kriegst, glaube ich, momentan für 26 Euro so gut wie jedes Sonic-Spiel, das auf Steam ist. Ja, Bundle. Für 27 Euro. Ich glaube, ist da Lost World inzwischen auch dabei? Lost World ist mit bei. Alter. Das war das einzige Game von den Spielen, das ich noch nicht hatte, wo ich mir so dachte,
Hol ich mir da? Geile Lost World Action. Fand Wolle schon beim ersten Mal richtig gut. Mir haben ja richtig Spaß gemacht. Ich meine, jetzt werde ich es noch besser finden wahrscheinlich. Ist einfach, das reift ja auch so ein Spiel, ne? Da muss reifen. Absolut, das ist wie ein Wein. Ja. Tetrapack? Nee. Also Lost World ist definitiv ein Tetrapack-Wein, das ist sicher. Ich habe letztens Weinschorle gekauft. Allein die Tatsache, dass du Wein kaufst, finde ich verrückt. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz, weil Wein ist halt echt ranzig. Nee, Wein ist lecker. Wein ist gut. Ich hasse Wein sehr. Nee, das schmeckt so eklig. Wein ist, kann man gerade mal, wenn man eine Cola dazu trinkt, kann man es vielleicht gerade mal so ertragen. Man trinkt doch keinen Wein mit Cola. Bollo ist bestimmt so einer, der so Alkopops noch immer trinkt. Natürlich trinkt er das immer. Wein mit Cola. Wer trinkt Wein mit Cola? Ich hasse nämlich Rot. Keine Ahnung, ich hasse eigentlich jeden Wein. Welche verdünnt kommt, desto besser. Also ich muss sagen, ich trinke gerne Lieblichen. Ja, ich auch. Ja, Mann. Aber das, sowas trinkt man doch nicht gerne. Man trinkt gerne Cola. Ja, man trinkt gerne Capri-Sonne, aber man setzt sich ja nicht hin und sagt, ich trinke gerne Wein. Natürlich, weil irgendwann hat den Geschmack. Nee, ich habe momentan keinen Wein mehr. Die ist richtig. Man entwickelt irgendwann Geschmack für Wein. Du bist halt ein Zuckertrinker, Walu. Ja, das bin ich. Ja, schon halt wirklich. Du bist ja auch bestimmt kein Biertrinker. Absolut nicht. Ich würde auch niemals sagen, oh komm, jetzt ein lecker Bierchen. Bei mir habe ich aber auch das Gefühl, dass das niemandem wirklich schmeckt. Das kann doch keinem schmecken. Das geht doch nicht, man kann doch nicht sagen, drauf an. Was? Man hat da vielleicht Lust drauf, aber man trinkt das doch nicht und denkt so, natürlich, natürlich, was komplett ist, komplette an. Rheinland steht auf herbige Getränke. Das komplette Rheinland, da wohnt niemand, der kein Bier macht. Niemand, natürlich. Alter, das erinnert mich an da. Was war das, was Fuli nochmal gesagt hat, Johnny? Im Rheinland. Das gute Düsseldorfer Bier oder sowas? Ja. Damit wird aber sogar schlecht. Wie heißt es? Astra? Keine Ahnung, aber irgendwie so das Gute und dann irgendeine Stadt, die überhaupt nicht in irgendeiner Hinsicht für Bier bekannt ist. Ich dachte, Astra ist Hamburg. Ich weiß es selber nicht, ich kenne mich ein bisschen nicht aus. Astra ist Hamburg, schon. Ja. Ich weiß das nicht mehr, Bier, was in Köln übrig bleibt, ja? Das wird weggeschüttelt und daraus kommt ein Altbier. So schmeckt das halt, ohne Witz jetzt. Fucking Football Manager. Wie heißt denn das Düsseldorfer Bier? Was hat denn der Fully erzählt? Ne? Der Football Manager ist halt echt so. Das gute Düsseldorfer Bier und dann sagt er das noch zu Mock, der aus Bayern kommt. Ja, dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich das als Beleidigung empfinde und ihm am liebsten ins Gesicht spucken würde. Und die Aussage mit dem Bier fand ich auch nicht gut. Er meinte halt sowas wie, ja, wenn wir uns alle darauf einigen können, dass das Gute aus Düsseldorf kommt und wir alle nur so, was? Altbier, aha, okay. Ich mag Fuli echt gerne, aber er hat vom Bier halt wirklich... Kennt keine ihr Ahnung. Sternburg Export? Es sieht da das auch aus, als wäre 12 Jahre alt. Er schmeckt wie Spüli. Das ist so ein 20 Cent Bier. 20 Cent? Halt Alter, Spüli, die geile Adelskrone gönnt sich da, Babe. Ötter kenne ich wohl. Als ob du dir so ein Glas Wasser eingießt und dazu ein Schüsschen Spüli. Was, Oettinger ist gut. Oettinger ist ironischerweise gut, das gilt bei uns als das Billigbier halt. Es ist auch ein unglaublich billiges Bier. Uns hat mal irgendein Lehrer oder so erklärt, dass es so billig ist, weil... Sie haben ja sogar eine Schule, weil sie irgendwie unter anderem sehr viel Geld dadurch sparen, dass sie die Deckel nicht bedrucken. Aha. Ah, okay. Tun sie das nicht? Da tun sie nicht. Ich habe danach drauf geachtet und dachte ich mir, hä, tatsächlich. Dann habe ich die Flasche auf den Boden geworfen, weil ich verantwortungsloser 16-Jähriger war. Und warst du cool bei deinen Schülern dann? Alter, der coolste. Dann war ich Mitschüler, aber ich war richtig cool. Alter, Claire gleich, als das 20 Cent gehört hat, hat er gleich ein neues Lieblingsbier. Als ob Clay Bier trinkt. Ja, stimmt. Nee, jetzt stell mal vor, er trinkt Bier. Der ist sofort Hacke. Ich glaube auch. Ein will ganz Bier rot im Gesicht. Für 20 Cent füllen wir den ab, ey. Und dann zwingen wir ihn, für 5 Euro einen Döner zu kaufen. Dann wird er das Leben nicht mehr froh danach. Nein, und du machst auch den Döner Hundefutter. Dann bezahle ich ihm den Sonntag. Alter, und dann sage ich, Clay, beiß mal die Zwiebel. Komm her, Mock. Ich glaube, Mavis, da will irgendwas von mir. Oh, was ist das denn?
glaube, es war Maeve. Der war ja richtig unbegründet. Vielleicht trink mal Bier im Stream, das will ich sehen. Das faked er doch. Stimmt. Das faked er, dann packt er vorher Apfelsaft rein. Ja, stimmt. Muss er noch irgendwie tasten können. Er muss es ins Glas eingießen und es muss schäumen. Aber stellt euch vor, er hätte dann vergorenen Apfelsaft. Und dann wäre er trotzdem wirklich betrunken. Das wäre dann eine Schach- und Matt-Situation. Meinst du, weil er aus Preis-Leistungs-Verhältnis das Abgelaufene gekauft hat? Das hab ich ja! So von der Grabbelings nicht mehr lange haltbar reduzieren. Ja. Wahrscheinlich. Vergorener Pflaumen habe ich mal getrunken, das war richtig ekelhaft. Hohoho, wir wollen nicht zu deiner ersten Freundin erfahren, Maeve. Hohoho, Alter. Woher kennst du sie? Also, Ricky hatte eine Freundin, die hatte auf jeden Fall eine vergorene Pflaume, da bin ich mir sicher. Alter. Ich will nicht gemein sein, aber... Du hast die gesehen, Morg. Es war seltsam. Ja, oder? Es war eine seltsame Situation. Weil die war doch 48 oder so. Okay. Ja. Und er war zu der Zeit 16. Das ist schon tongruselig. Das war seltsam. Ja. Aber so ist das, ne, in der Szene. Wir sagen das. Wie wir sagen lassen. Hab ich gehört. Das war ein Munkel. Alter, sehr geile Manager unterwegs. Immer wenn ich pfeife, schieße ich Fußball ab. Er hat mich getroffen. Ekliger. Das kommt davon, wenn man Fußballmanager... Können wir mal drüber reden, dass Maeve leidenschaftlich gerne Fußballmanager spielt? Ja, aber das ist doch so schlimm. Also ich würde jetzt auch, bevor ich FIFA spielen würde, würde ich Fußballmanager spielen. Was? Fußballmanager ist super. Schön Verträge absolut machen mit den Spielern, seine Lieblingsmannschaft aufstellen. Ich mag halt solche Wirtschaftsspiele. Ugh. Ziemlich gerne. Ich meine, Theme Park und so ist auch sowas. Klo-Manager ist auch sowas, was ist geil. Game Dev ist auch ja in die Richtung. Mhm. Solche Spiele machen Spaß. Also das ist schon gar nicht... Ja, Game Dev Tycoon ist aber schon sehr light. Wirtschaft. Ja, Theme Park auch. Ja, da kannst du auch noch andere Dinge machen. Also ich habe den Fußballmanager noch nie gehabt, nie gespielt. Wobei es tatsächlich auch einen Fußballmanager gab, den ich als Kind damals mal spielen wollte. Das war irgendwie Anstoß 3 oder so. Boah, Anstoß 3, das weiß ich sogar noch, wie es rauskam. Da konntest du ja, je nachdem, wie viel Geld du hast, da konntest du dir einen anderen Roller oder ein geiles Motorrad oder ein Moped für den Manager, der du bist, kaufen. Ich glaube, für mich war nur ein kleiner Roller drin. Das geile Manager-Privatleben. Ja, und da bin ich pleite gegangen. Das war wohl ein Fehler, der Roller. Ein Fußballmanager von EA konnte man Kinder haben und die konnte man dann in den Verein integrieren, wenn sie alt genug waren. Boah, das spart dann Geld. Du musstest nur 16 Jahre spielen, damit er alt genug wird, der Junge. Alter. Aber ich habe schon mal irgendwie 20, 25 Jahre gespielt. Ich habe mal damals FIFA 06 sehr viel gespielt. FIFA 06 war ein wundervolles Spiel. Damals war es noch sehr arcadig, die FIFA-Reihe. Das war ziemlich cool. Auf jeden Fall, bei dem Spiel war es so, da konnte man auch immer so Nachwuchsspieler quasi anheuern. Und nach einer gewissen Zeit, wenn man es lange genug gespielt hat, keine Ahnung, 10 Saisons oder so, dann haben ja die Spiele, die zu der Zeit wirklich aktuell waren, haben ja schon aufgehört. Da müssen ja irgendwie neue nach. Und da hat das Spiel ja halt selber erstellt. Da waren dann so der Lukas Ballack und sowas. Ja, einfach so von anderen Spielern, die da einfach so zusammengewürfelt. Ja. Echt? Ja. Und die waren so viel besser als die von davor. Alter, da wäre das nicht immer mehr lustig. Das war mal die FIFA-Geschichte. Ich bin erstaunt, dass du überhaupt einer hattest. Naja. Also die WM 2006 hat die hat er mitgenommen. Ich auch. Ich hab sie geguckt. Das war wirklich so ein ziemlich... Boah, Clay, ey. Was ein Gag. Nee, der war jetzt auch nicht so witzig. Haben wir auch, kalt gelassen. Wir wissen alle, dass ich noch nicht mal ein ganzes Jahr gespielt habe, irgendwie. Aber du arbeitest dran, ne? Aber naja. Kann ja noch werden. Was nicht ist, kann noch werden. Mehr. Apropos, Blocky, hast du die 2 Monate noch gefunden? Oh, muss ich gleich mal nachgucken. Hast du die anderen überhaupt aufgebracht? Ich habe noch 15 Tage von den anderen. Was redet ihr? Keine Ahnung. Blocky, das finanziert momentan meine WoW-Sucht, kann man so ernsthaft sagen. Was? Ja. Warum? Ja, ich habe überall Karten von mir gefunden. Das ist kontraproduktiv, Blocky. Du tust dem Mann keinen Gefallen. Du bist ein Unterstützer. Gibst du einem Drogensüchtigen gibst du sein Zeug. Das ist, oh Mensch, ich habe da noch eine Spritze im Keller gefunden, soll ich dir die mal leihen? Bevor der sich die Spritze woanders holt, soll der wenigstens saubere benutzen. Ja, genau.
Das ist wahr, aber ich weiß, ich glaube, du willst ihm zwar helfen, aber du machst dich damit mit zum Problem. Zu dem Mitschuldigen. Vielleicht sogar strafbar, ich bin mir da nicht sicher. Ich merke das schon. Ich merke das schon, in 2 Monaten kommt der an. Lucky, muss man kommen. Ich brauche eine neue Ladung. Ich brauche meinen Stoff. Und das beginnt Maeve, ne? Was kostet WoW denn sonst im Monat, wenn man kein Code hat? Oder so. Ist das nicht inzwischen gratis geworden? Nein. Die ersten 30 Level sind gratis, ja. Es gibt 110. Alter. Also, bringt nicht viel. Alter, was ist das für ein All-Star? Das bin ich. Das bin ich. So, jetzt kommt mein All-Star. Die Mucke alleine schon geil. Ja, die Musik das so leise, das kann, glaube ich, keiner hören. Ach, keine Ahnung, wie er heißt, aber der Mr. Monkey Ball-Typi. Kommt doch nicht. Ich bin gleich neben dir, bam, gerade, oder auch nicht. Ich will Ages freischalten, den finde ich cool. Wer? Ages, dieser Transformer. Der hat einen Dreamcast. Der Dreamcast-Controller? Controller, ja. Ja, genau, richtig. Sag doch die Dreamcast. Sprich doch, was du sagen willst. Aber gut, er ist ja nicht nur die Dreamcast, er ist ja auch ein Auto und so ein Shit. Er ist aber auch kein Transformer. Ja, doch. Nein. Im Prinzip sind wir alles hier Transformers. Was? Transformers, More Than Meets The Eye. War deren... Wie war denn das deutsche Intro? Ich hab Transformers nie gesehen. Gab's das hier? Reden wir jetzt von der Zeichentrickserie? Ja. Hab ich nie gesehen. Hab ich, glaube ich, auch nie gesehen. Gab's das hier? Hey, es sind also, die Transformers. Das war hier nie bekannt. Super coole Transformers. Immer abverwandeln. Und jedes Mal ein bisschen schlauer. Schneller, das sind Autos. Schneller. Meister Toaster. Keine Ahnung. Ich glaube, das war bei uns tatsächlich wirklich nie ein Ding. Trinkst du gerade dein Shake? Entschuldigung. Als ob deswegen hat er so wenig geredet, er hat ja gegessen. Er kriegt so einen scheiß Shake noch zu seinem Big Tasty, oder was? Frage an die Jungs, welche Klasse spielt ihr am liebsten in Rollenspielen? Ah, das ist eine gute Frage tatsächlich, finde ich. Wieso soll doch kein Shake zu machen als Big Tasty? Ich weiß nicht, ob es dafür eine Klasse gibt, aber ich will immer alles auf Nahkampf skillen und nichts auf Verteidigung und dergleichen, sondern einfach lediglich eine Glass Cannon machen quasi. Nur Nahkampf. Ich spiele nur Rollenspiele, wo man also nicht selber skillen muss. Ein purer DD. Ja, aber welche Klasse findest du am besten? Denkst du dir, Alter, der Heiler ist der heiße Scheiße, der Schwanzmann? Das ist eine dumme Frage. Bei Final Fantasy habe ich keine Klasse. Da mache natürlich, ich da kannst du sagen. Oder Squall. Da bin ich keine Klasse. Nein, da kannst du sagen, die aus meinem Team, wen findest du jetzt besser? Den Schwarzmagier oder den Dieb? Oh. Niemand mag den Dieb. Fucking Diebe. Nee, der Dieb ist immer zu schwach. Ja, und Clown exakt. Tue ich selber nie. Also exakt, das mache ich auch nicht. Ich drücke nie auf Stehen. Ja. Ich mag immer den Hauptcharakter gerne. Wir reden aber von Transformers, nicht. Oder? Was? Nein. Ich hab mich hier aufgepasst. Optimus Prime und Optimus Prime, der Dieb. Okay. Ich spiel meistens Magier, tatsächlich. Also ein Lamer. Von was sprechen wir? Unsere Lieblingsklassen in Rollenspielen. Achso. Bogenschütze. Eine geile Elfin mit dicken Brüsten und einem Bogen. Alter. Das ist mein Revier. Mein Metier. Morgi, sei nicht dumm. Das Ganze in der Expertenrunde recyceln, das Thema nicht im Stream verbrauchen. Das ist kein gutes Thema. Ey, weiß ich, er hat einen Punkt. Nee. Hey, wusstest du eigentlich schon, dass ich meinen Kanal gemacht habe? Dann mach mal ein Commentary-Video. Hey, wusstest du eigentlich schon, dass ich 15 Minuten. Ja. Wusstest du, dass ich mir einen Kanal gemacht habe, wo ich meine Streams hochladen will? Ja. Habe ich gesehen, war mir egal. Wieso will? Hast du doch gemacht. Ja, das stimmt. Stimmt, hat er auch. Such danach, Leute. Es ist Mythos auf Streaming. Aber warum machst du das denn? Ich mag die Streams. Weil er dich liebt. Aber mach doch auf MOP einfach. Nein. Da würde das ja Klicks kriegen und Einnahmen, weil es lange Videos sind. Das will ja keiner. Dem pass auf, wenn du einen Kanal verfolgst oder beim Kanal ihn weniger verfolgst, keine Ahnung, dann schaust du rein und siehst du so eine Streamaufzeichnung und denkst du dir, den Kanal, den werde ich in nächster Zeit bestimmt das Öftere noch aufsuchen. Ja, das denke ich tatsächlich jedes Mal, wenn jemand Stream-Aufzeichnung hochlädt, dann denke ich so. Das ist sowas wie ein Handle von Epic Mealtime. Exakt, das ist das Format, das keiner sehen will. Ich bin nicht der Meinung, dass scheiße ist, ich bin der Meinung, das sind 1A-Streams. Aber die Streams will halt auf MOP keiner gucken.
Doch, das würden. Was, vielleicht, die aber Leute ich weiß fressen nicht. Mehr, als sie glaubt. Ne? Das ist immer so das Ding. Ich weiß, aber ich weiß. Die wirklich, Leute, Wollo? Die Ansprüche der meisten Menschen sind sehr gering. Hm. Das ist man meist nur selber, der denkt. Ah, das sieht gerade nicht nach Wollo an. Oh, da würde mir auch was einfallen. Ich selber kann auch nicht machen. Wer bist du? Was hast du mit Wollo gemacht? Ich sehe immer, ne, also ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich sehe manchmal Videos, da denke ich mir, boah. Oh, da würde mir auch jetzt einfallen, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen. Du weißt, welches ich meine, Johnny. Da am Anfang kann man ein paar Minuten nichts haben. Sag's ruhig. Egal, aber dann denke ich mir auch so, das kann ja keiner gut finden, ne? Und dann hat das eine Like-Zahl, wo ich mir denke, was ist da los? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Mhm. Bringt es was, als Flugzeug-Stunts zu machen? Stunts nicht. Es bringt ein bisschen was, aber gerade ausfliegen bringt eigentlich mein Flugzeug einfach am meisten. Einfach okay. Nochmal fliegen. Also Stunts kannst du machen, wenn du gerade wieder... Als Flugzeug kannst du nur damit dein Fahrzeug wenn du wieder landest, kontrollieren. Und wenn du in der Luft bremst, also gleitest damit praktisch, kannst du wieder Boost aktivieren. Ja, also wie beim Sliden. Ja. Der Clayfall hat Wollo keine Angst mehr vor Klicks. Natürlich hat Wollo Angst vor Klicks. Mir geht Arsch auf Grundeis, wenn ich an Klicks denke. Ist halt echt so. Warum liegen da Herzen am Boden? Au! Das sind gebrochene Herzen. Nimm meine Liebe. Oh nö, die drehen die Steuerung um oder so. Oh Gott, war das verwirrend gerade. Dann Rise of Nothing eigentlich noch mehr Subs als Ricky? Ja, ich glaube schon. Ja, doch, Ricky hat keine 19.000. Nein, der hat 14. Hm. Ja, gut, Ricky. Ricky! Ja, Ricky! Ich dachte, wir nennen den Namen nicht. Was? Nein, was? Nee, nein, ich hast dich gar nicht gemeint. Wollte, das war sowas verklemmt, wie du meinst. Ja, natürlich! Das heißt, wenn du sagst, den, wo ich den Namen nicht sagen will, dann weiß jeder sofort, was du meinst. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Vor allem habe ich gestern noch die Namen rausgehauen am laufenden Band von allen möglichen Leuten, da war es mir scheißegal, die ziehen nicht, oder was? Du solltest mal ein Video auf Mythos auf Nothing hochladen und sagen, dass tot ist, der Kanal. Aber was nein, du hast den Sinn von dem Kanal nicht verstanden, Bloggy. Ja, natürlich, Nothing. Ja. Ja, da kommt kein Video. Ja. Ich habe überlegt, irgendwann euch auch mal ein Video hochladen könnte, weil es einfach nur 5 Sekunden schwarz ist, sondern dachte ich mir. Nein, das ist nichts. Das ist der Sinn von dem Kanal. Das Spiel hat bei mir gebuggt. Aber das ist so langweilig. Das baut mich jetzt immer als Boot in der Höhle. Und ich fahre dann hier auf dem Stein und dann sagt er falsche Richtung. Ich werde mir neu gespawnt und bin dann immer noch falsch. Ja, irgendwann ist vorbei. Ich bin gleich durch. Ich bin Erster. Okay, gut. Die ganze Zeit. Ich war die meisten Rennen Erster. Nein, das war ich. Ich habe die meisten Punkte, du Affe. Werden wir gleich sehen. Natürlich. Da werde ich gleich drauf achten. Du bist ja auch die Affe genannt. Du weißt nicht, wen du hier Affen nennst. Nee, das kann ich dir nicht. Hau ab, du. Ich kenne einen Affen, wenn ich den vor mir sehe. Was willst du? Noch eine Runde. Ach du Heiliger. Was? Wie lang ist das denn? Ich kenne die Strecke auch nicht wirklich. Hä, da stand doch gerade letzte Runde. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin gerade an mir vorbei. Ihr fahrt an mir gerade vorbei. Ja, ich hab dich gesehen. Ich dachte gerade, wer ist denn da? Ich will immer noch dieses scheiß Boot. Ich kann nicht weitermachen im Spiel. Bei mir steht Rennen in der Handblock hier, also von daher würde ich sagen. Ich bin direkt hinter dir, ich war gerade vor dir, bevor ich ins Ziel reingekommen bin. Was willst du? Ich bin Dritter, das ist die beste Runde bisher. Ich bin echt schlecht. Oh, das erste Scheiße, Mal, dass das war du dumm. Nicht irgendwie rein. Was ist es? Na, oh Gott. Und nie! Ist das Mythos of Nothing? Twitter-Profil eigentlich auch von dir, Morgi? Nö, der einzige Twitter-Profil, das ich habe, ist Mythos of Gaming. Oh, das ist doch scheiße. Wer von euch hat mich abgeschossen? Solange da nichts kommt, ist es aber true. Ja, da habe ich nichts dagegen. Aber wenn was gepostet wird auf Mythos of Nothing, finde ich nicht gut. Ja, aber dann wissen die auch, dass es fake ist. Ja. Weil, das kann ja nicht. Das akzeptiere ich nicht. Was akzeptierst du nicht? Hast du verloren? Ja! Natürlich hat er verloren. Hat der Verlierer verloren? Alter, Maeve wurde als Tod. Ist einfach zu weinen. In der Höhle mit Straße gespawnt. Dann wird der Affe zum zweiten Mal Erster, das gibt's doch nicht. Zum zweiten Mal? Ja, du hintereinander die ganze jetzt Zeit gerade, rein. Ja, hintereinander. Schauen wir doch mal insgesamt die Punkte an. Ja, und bedenken wir bitte. Haben wir Gesamtpunkte? Haben wir, ja, weil wir sind gleichzeitig reingekommen. Ich werde immer noch neu geladen. Jetzt pass auf. Obwohl es schon vorbei ist. Jetzt pass auf, ich bin über dir.
Ja, gib mir denkst du, du bist über mir. Wann sehe ich das denn? Gleich, wenn wir in der Lobby sind. Ah, in der Lobby, Lobby, nicht, Lobby. Ah, nee, warst du nicht. Scheiße. Doch ich. Yeah. Und ich reich das jetzt, um dich zu überholt zu haben. Aber das war unfair jetzt. Da habe ich gar keine Punkte bekommen, weil ich. Oh. Sehe ich nämlich nicht ein. Aber ja, es war Maeve gegenüber Sonic. Als ob wir ein Sonic-Spiel spielen, ohne dass irgendwas glitscht. Was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Da! Ja, tatsächlich. Da! Leck mich! Ah, oh, Maeve, richtig schlecht. Letzter Platz. Nee, ja, Maeve, du hast weniger als Johnny und Johnny kennt das, hat das Spiel erst seit gestern. Kannst du mich in Ruhe lassen? Der kennt die meisten Strecken noch gar nicht. Maeve, streng dich mal ein bisschen an. Ich will ja nicht sagen, Maeve, ne, aber 37 sind ja keine 66. Ich wollte mit dem Spiel, ist kaputt. Pass mal auf, jetzt spielen wir in der 1A-Strecke. Afterburner. Und die ist mega bad. Nein! Was? Nee, nicht die, die ist mega bad. Die burnt richtig am After. Alter, was glaubst du, wie es mal war? Keggy hat mal erzählt, mit welchem Aufnahmeprogramm er aufnimmt. Und das Aufnahmeprogramm von Keggy hieß unter Umständen Afterburner. Lol, no, das ist ja richtig witzig. Ja, das ist irgendwie so ein Nvidia-Programm oder so. So fucking seltsam. Oh, noch auf Spiegel, was? Ich weiß gar nicht, wie man Spiegel ausmacht oder so. Und du musst die oberen Strecken wählen, nicht die unteren. Oh. Oh, Amy fährt ein Mini. Ist das, das erklärt so einiges. Oh, ich weiß genau, was du bitte meinst, Maeve. Sie ist ungefähr 12 Jahre alt. Was willst du mir sagen, Maeve? Nix. 12 so, Jahre alter Igel. Das heißt, sie ist quasi eine Oma. Ihr seid die Items so nutzlos. Ein Igel kann nicht mal ein Jahr werden, oder? Ich weiß nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass sie in der Regel in der Gegend von Autos nicht allzu alt werden. Leute, wie alt werden Igel? Das würde mich mal interessieren. Die überwintern doch, also wenn die dann nur ein Jahr haben, wäre das ganz schön traurig. Und entspricht es der Wahrheit, dass Igel way past cool sind? Die schlafen ihr halbes Leben, also so wie ich, das ist ganz normal. Oh. Maeve, wann änderst du endlich dein Leben? Das macht mich jetzt gerade traurig. Mit kann jemand den Maeve der Hedgehog aus? Ich bin dabei. Wollo, ich mache Fitness. Was? Einmal die Woche. Das stimmt! Echt? Ja. Das finde ich gut. Boah, ich hasse die Map zu sehr. Wir sind hier oben. Zwar in einer richtig geilen Rentnergruppe, aber ist ja egal, ne? Ey, das ist halt der Weg, den man gehen muss, ne? Hauptsache, mich guckt keiner komisch an. Ja, genau. Vielleicht gucken sie dich aber auch komisch an. Die Ding ist mir egal. Gerade die alten Leute. Ja, also die alten Leute sagen, oh, hab ich gehört, der. Der Mayfield. Konnte er das so weit kommen lassen? Das geht doch nicht. Zu unserer Zeit gab's das nicht. Boah, hat der ein Lotterleben. Zu unserer Zeit gab's auch gar nicht. Ein Lotterleben. Das ist ein Wort, das sie verwenden würden. Ja. Das ist auch ein Wort, das ich verwenden würde. Das stimmt. Für dich? Über mich? Für dein Leben? Ja, doch schon. Ein gewisses Lottern kann man da nicht ausschließen. Nee, das ist halt. Das harte Los, das man gezogen hat, ne? Als Strimmer und so, dann ist halt ein bisschen lotterig. Mhm. Versuche es schon so angepasst wie möglich zu führen. So, da kann man mir tatsächlich gar nicht so viel vorwerfen. Na dann. Ich stelle mir einen Wecker. Ich habe heute erst 4 Stunden Serien geguckt, hier können wir also nix, ey. Und Mittagsschlaf hatte ich auch. Das wollte ein Lotterleben nennen? Das ist doch völlig legit und normal. Auf Montag. Da muss man sich ja erst mal vom anstehenden Wochenende erholen. Wisst ihr, was ich am Sonntag gemacht habe? Da habe ich für 8 Stunden am Stück ein Spiel gespielt. Habe ich nicht, das ist gelogen. Ich habe nur, ich habe gestern, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich habe gestern 5 Stunden Videospiele gespielt. Okay, mein Fehler. Da war ich aber auch fix und alle. Siegfried, der war nicht nett. Die Rentnergruppe ist zu Maeve. Was macht der alte Sack bei uns? Igel können bis zu 16 Jahre werden, habe ich gelesen. Alter. Wegen ein Jahr. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich bin älter als du. Naja. Aber eigentlich klar, Sonic hat doch erst gerade zuletzt sein 20-Jähriges gefeiert, oder? Eben. Ne, ich glaube sogar schon 25-Jähriges. Ja, 25. Nee, oder? Nee, das kann nicht. Noch ein richtiger Jungspund. Der kam erst auf dem Mega Drive raus, kann also kein 25-Jähriges sein, glaube ich. Mhm. Der gute Sonic. Übrigens finde ich die Mega Drive Sonic-Spiele sehr, sehr gut. Und ich möchte, dass das habe ich gehört und ich dachte mir so.
Die sind echt gut. Also wirklich, wirklich, wirklich. Ich habe sie das öfter nochmal angefangen zu spielen. Wobei ich sagen muss, Teil 3 will ich unbedingt mal wirklich richtig spielen. Ah, der war der schlechteste. Teil 2 mag ich die zweite Zone absolut nicht. Was habe ich gespielt? Freedom Planet? Oder wie das heißt? Freedom Planet, ja. Das finde ich auch gut. Ja. Kennt ihr Sparks da? Das ist der Stern, oder? Rocket Knight? Nee. Der Stern ist. Boah, wie heißt der denn nochmal? Boah, ich weiß. Sparkster, ich weiß, was du meinst. Das ist der. Ist auch so ein Mega Drive. Die Maus. Der kann so hüpfen, so schräg. Eine Maus. Und abprallen. Der kann hüpfen und abprallen und so. Mit einer Rüstung und mit einer Rakete auf dem Rücken und ein Schwert. Ja. Das ist so gut. Oh mein Gott. Der Stern ist. Weißt du, Wollo, pass auf. Jetzt möchte ich noch eine Sache anmerken. Das war dein. Gott, dieser eine Mario 64-Hack. Da warst du der Typ, der sich hingestellt hat und gesagt, ja. Mega Drive-Spiele gibt's ja nicht so Interessantes, so wirklich. Es gibt Sparkstar für Super Nintendo und fürs Mega Drive. Und pass auf. Super Nintendo-Version haben. Ja. Und beide Versionen sind komplett andere Spiele. Das bedeutet, wenn du den einen schon gut findest, findest du direkt zwei gute Spiele für dich. Ich glaube, die SNES-Version wird relativ langsam laufen. Ich habe das Level freigeschaltet. Weil sie kein Blast-Processing hat. Ach ja, Blast-Processing. Tatsächlich sind die halt echt langsamer gelaufen. Das mag sein, du sollst ja auch nicht auf PAL spielen, ne? Nein, ich meine auch insgesamt. Dann geht das schon. Ich hatte Spaß mit dem Spiel, sehr, sehr viel Spaß, deswegen, ja. Alter, ich glaube, meine Mutter klingelt bei mir, entschuldigt mich mal. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. Und nach wem stream ich hier mit, wem könnte die Mutter klingeln? Clay. Das geht die Mutter auch auf zu meinen. Ich hab wen. Was hier? Moggy. Oder Ricky. Oder mit Moggy, stimmt? Mit Moggy, ja. Ne? Einfach die Mutter währenddessen. Ja, bei dem klingt manchmal die Mutter. Ja, von mir aber auch schon. Das von mir auch schon. Und was macht ihr noch so, Jungs? um 21 Uhr muss ich Expertenrunde aufnehmen, habe ich keinen Bock. Und eigentlich, ich koche nachher noch ein bisschen was Schönes. Du hast nur da keinen Bock drauf, das nehmen die Fans übel. Pff, ist mir egal, ob mir die Fans das übel nehmen. Die nehmen mir alles übel da, was ich sage. Von daher macht das nichts. Was kochst du denn heute, Feines? Oh, das würde ich dich nicht erfreuen, Merv. Ich mach Hot Dogs. Oh, lecker. Ja, das ist wahr. Oh, toll, der Koch. Ja. Ich wollte es ein bisschen größer aussehen lassen, als es ist. Aber ich habe die letzten Tage wirklich viel gekocht. Und ich habe immer noch dreckige Sachen da stehen, die ich mittlerweile gar nicht mehr sauber kriege, habe ich das Gefühl. Wenn du wieder mal Chili Dogs machen würdest, dann würdest du eher kochen. Ein Chili con Carne hatte ich sogar vor 3 Tagen. Alter. Weißt du, als ich erzählt habe, dass mein Geschirrspüler kaputt ist, vor 3 Jahren? Meine ist ja schon ewig her. Das ist meine auch. Vor 3 Jahren habe ich das erzählt. Jetzt geht er wieder? Ich habe ihn gestern angemacht, der geht einfach wieder. Machst du die Hot Dogs? Dran gewöhnt. Also entweder ihr geht wieder oder ich war vor 3 Jahren ein Idiot. Ich glaube, du warst vor 3 Jahren ein Idiot. Zumindest finde ich das witziger. Ich habe einfach 3 Jahre nicht benutzt, obwohl er funktioniert. Einfach 3 Jahre nicht benutzt und der lief ja wie eine 1. Ja, und Maeve hat's dir geschadet. Die Lampen gehen nicht mehr. Hat's dir geschadet, Maeve? Nee. Das ist doch ich habe jeden Tag meine eine Gabel und mein eines Messer abgewaschen, was ich. So machst du das? Ja. Ich sammle die Scheiße halt immer irgendwie 4-5 Tage. Nee. Und dann habe ich einfach nichts mehr. Ich habe einfach. Dann spüle ich erstmal eine Stunde ab, weil ich erstmal alles einweiche. Dann. Oh Gott, das dauert immer ewig. Ich habe immer nur ein Set, was ich immer das lese. Ja, du brauchst ja auch keine Teller und so, du bestellst ja immer. Du brauchst auch keine Pfannen. Doch, ich brauche Teller. Oh, alles auf der Mikrowelle brauchen Teller. Alter, das ist ein Lotterleben, was du da machst. Du hast doch Zeit. Es muss besser werden. Dir wird Vernünftiges selber zu machen. Ja, aber das ist immer, guck mal, wenn man selber kocht, ne? Für eine Person ist das immer viel zu viel. Das ist immer wahnsinnig viel, deswegen kocht man ja auch für 2 Tage. Und dann isst man das Frühstück, Mittag und Abendessen. Da hast du für 2 Tage 3 Mahlzeiten weg. Das ist top. Die Spüle verstopft. Hat sie das 3 Tage verbottet, alles klar. Das könnte sein, Lümmeltüte. Das ist nicht so abwegig. Nein, mein Geschirrspüler hat er nicht geheizt. Und die Mama versohlt ihm gerade den Hintern. Ist die Mutter gekommen? Wegen seinem Lodderleben. Ist die Mutter gekommen? Die Mutter ist gekommen. Das ist mal gut. Kriegt Pascha jetzt einen von der Mutti auf den Deckel. Ich stell mir halt echt vor, wie der Moggy da jetzt mit seiner Mutter zu Hause ist. Das weiß man gar nicht. Das hast du gar nicht mitbekommen. Ich kann nicht einfach mal die Schnauze halten. Ich muss fremde Menschen im Internet halten. Und Pascha, war deine Mutti da?
Hat es noch aus dem Weg? Da freut er sich, der Babe reißt einen schlechten Joke und freut sich gar nicht ab. Die hat ihm das Frühstück für morgen schon gebracht. Tatsächlich hat sie mir ein bisschen was vorbeigebracht. Ja, ein Lotta-Leben. Das ist nett von ihr. Und dann lässt sie sich nicht mal ein paar Minuten rein, ja? Gleich wieder rausgeschickt. Ja, er ist doch in Malocha. Sie ist doch gerade. Ja. Die kann ja du kannst nicht zu der Firma kommen und sagen, hier ist mein Sohn, ich bring ihm jetzt Pickup vorbei und bleibe jetzt 10 Minuten. Warum hast du deine Mutter nicht mal gefragt, ob er uns mal Hallo sagen will? Das ist natürlich wieder angebracht gewesen. Du hast ja schließlich auch gerade Besuch. Die netten Herrschaften mal kennenlernen. Weißt du, wir freuen uns schon, ich habe sie so lange schon nicht mehr gesehen und du sagst dann einfach nur, ich geh nach Hause. Weißt du, ich habe mich schon lange gefreut. Das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, war das 3 Jahre her. Bei mir auch. Mama sagt, Boggy soll ich genug trinken? Ich trinke immer genug. Ich weiß gerade mein Gedanke dahinter war, dass ich jetzt, wo es Rennen anfängt, mir ein Pickup aufgemacht habe. Das ist der Picknicker von Leibniz. Samba! Wusstet ihr bei Pickup, das Fully? Fully wusste nicht, dass man Pickup, oder ich glaube, Kelly wusste es auch nicht. Dass man ich Pickup, auch nicht. Oder waren es Johnny und Fully? Dass man Pickup in der Mitte auseinanderbrechen kann. Da ist ja extra so eine Markierung da dran. Ja, aber wie macht denn das? Ich kenne die Markierung, ja, macht man nicht, aber wirklich. Aber sagen, man weiß ja, dass keiner. Das geht und dass dafür eine Markierung extra dran ist. Ich hätte jetzt auch gedacht, das ist zu hart, um das vernünftig durchzubrechen. Ja, da ist doch extra eine Markierung in der Mitte. Und die ist krumm und schief, die ist gar nicht so gerade. Ja, sieht aus, als würde man da was abbrechen. Ja. Dann macht aber keiner. Ja, das nicht, aber man weiß doch, dass es da ist. Ja, aber nein, ich weiß das nicht. So, das ist mir aufgefallen. Das ist bestimmt nur die Designentscheidung. Das hat nichts mit. Nein, es gibt Artworks, wo da zwei Hälften rumliegen. Boah, Wrestling! Das ist WrestleMania! Die wrestlen hier! Alter, richtiges Wrestling. Das ist mich aufregend. Das mexikanische Wrestling, das richtiges harte Wrestling. Alter, das Originale, das OG-Wrestling. Oh, guck mal, hier ist der Schmetterling aus Dark Souls. Nein, das ist der Mondi Schmetterling. Das Schmetterling aus Pokémon, Papinella. Papi, was auch immer. Volo, apropos Pokémon. Ja. Warum hast du auch solche nicht Pokémon Gold angefangen? Weil das eins der Pokémon-Spiele ist, die ich noch gerade so halbwegs kenne. Ja, warum hast du nicht Kristall oder Silber genommen? Ich habe doch seit 80 Parts Pokémon Hard Gold am Laufen der Random Nuzlocke. Das macht für mich keinen Unterschied. Ja, für den Zuschauer sieht es dann aber anders aus, weil Silber oder Kristall wäre und nicht Gold. Naja, das war Hard Gold und jetzt ist Gold. Ja. Tatsächlich muss ich dir auch gestehen, dass mir nicht bewusst war, dass du Pokémon Gold machst. Ich habe dann auch in den weißt du, sowas wie jemand lädt Pokémon Hard Gold hoch, ne? Da sehe ich einfach nur ein schwarzes Bild. In der Box. Das ist einfach so, als ob ich das mitkriege. Alter, bitte, weil ich bin bei Part 85. Das Spannende denn je ist halt tatsächlich. Aha. Mhm. Cool, cool. Ja, weiß ich nicht. Käme mir nicht mehr aus. Guck ja sowas nicht. Moment mal, mir fällt gerade auf, dass die Pokémon Parts bei MOP für mich auch schwarze Thumbnails haben. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass du das machst. Ja, das kriegt man auch nicht mit, das blendet man aus. Ich wusste gar nicht, dass er das so bringt. Das blendet man komplett aus, oder? Der erste Part hat so viel Aufrufe wie du insgesamt auf Kanal, Maeve. Halt die Schnauze! Jetzt muss er sich wieder beweisen. Ach so, die Karte muss jetzt gespielt werden. Ja. Du hast gesagt, dass meine Videoreihe für dich die längste bisher laufende ist. Ja, guck mal, Bonuskanal sehe ich gar nicht so, in meiner Abo-Box. Dass sie für dich so irrelevant und uninteressant ist, dass du nicht mehr weißt, dass sie überhaupt existiert. Ich sehe deine Videos auch nicht, Maeve. Na, dann ist ja gut. Ich kriege auch nicht mit, dass du was machst. Ich schon tatsächlich. Ich schaue nur wieder rein. Ja, ey, Mann, kann ich ja richtig stolz sein, Rollo kommentiert Feedback. Sogar bei mir. Na, oh, Maeve, du bist scheiße. Ja, danke. Nö, das habe ich nicht gesagt, aber deine Spielauswahl ist halt zum Kotzen. Nee, du nicht. Ja, die Spielauswahl, vor allem wenn sie irgend so ein seltsames, es gibt so ein Indie-Pseudo-Smash Bros, das irgendwie Tennis ist oder oh, so. Oh, da habe ich schon mal reingeguckt. Ich habe auch reingeschaut, das war der irgendwie Storytime oder so hieß der super. Part, oder? Nee, spielt doch richtiges Smash, wenn ihr Smash spielen wollt. Ich habe doch keinen Smash, Mann. Was willst du denn von mir? Dann spielt Brawl oder Billy kann man online spielen. Kann das haben. Über Dolphin. Ich warte immer noch drauf, dass sie das ankündigen. Ja, das kommt auf der E3, die ankündigen. Mach mal keinen Kopf. Du kannst ja, danke. Ja, natürlich kommt Smash. Du kannst Billy über Dolphin online spielen. Dafür ist der Online-Modus da. Der ist eigentlich nur für Smash Bros. Spiel mit mir. Spiel nicht mit dem. Der ist ein Star Fox Only Final Fantasy Kitty. Das ist gar nicht wahr, Junge. Junge. Das kann nicht wahr! Manchmal spiel ich auch mit Falk oder Marv! Halt dein Maul und beleidige nicht mein Pick! Es was? Reicht nicht! Ich werd jetzt auch von dir beleidigt! Ich will kein Fox!
Ich bin Pummelhof im Peach, man! Also lass mich! Pummelhof ist aber auch ziemlich stark. Bei nein, Pummelhof war ich nicht schockiert, dass Pummelhof in den neueren Teilnehmern nicht so stark war. Also der runter B-Angriff, meine ich. Ja, dann musst du auch erstmal treffen. Wenn du einmal nicht triffst, dann bist du tot. Eben, ein runter B war der einzige Weg, wie man die Eventmatch 51 schaffen konnte. Also Pummelhof ist doch immer noch stark. Nee, konnte man auch ohne. Ja, für mich nicht. Denn nicht mehr so stark? Er hätte immer Fox spielen müssen, ne? Hab ich versucht, hat nicht geklappt. Junger Link, junger Link. Das ist der heiße Scheiß. Ich dachte damals, als ich es mir zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre Jungle Link. Jungle Link. Ja, Jungle der sagt ja irgendwie Jungle Link. Und ich dachte mir, Alter, der Jungle, Jungle Link. Johnny. Ich dachte mal, Joris Mask oder so gibt es einen Jungle Link. Okay. Naja, gut, oh, ne? Wenn man Leseschwäche hat, dann ist das so. Kann man nichts machen. Hey. Young Link! Fucking. Der hat immer Milch getrunken. Link! Das war. Ich hatte doch sowas nicht selber, ich kannte das doch nicht. Hatte auch keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte da gerade mal das Einzige, was ich Zelda-mäßig kannte, war, dass ich irgendwie bis zum zweiten Dungeon Ocarina of Time gespielt habe. Das war's. Ich habe auch keine Ahnung, ob es da einen Jungle Link gibt. Oh, und Link's Awakening natürlich. Da darf man nicht vergessen. Hätte ich schon gerne Link freigeschaltet. Ich arbeite dran. Der gute gerne Link. Ich habe am ersten Tag freigeschaltet, ich bin ja kein Idiot. Mein Mate ist Luke Skywalker. Oh, das ist die 80. Map, ich hasse sie. Ja, ich auch. Wir haben keine Minikarte. Das ist quasi, als ob man da jemals drauf geschaut hätte. Error. Das ist das Gegenstück zu Rainbow Road von Sonic and Austin's Racing Transformed. Alter. Das ist scheiße. Nur, dass er halt nicht so gut aussieht. Und keinen guten Soundtrack hat. Und das Spiel eigentlich total den Arsch ist. Die Musik ist richtig gut gerade. Hat die Rainbow Road auch keine Karte? So. Nee, das war diese Yoshi-Welt. Mit Yoshis Ei. Oh, die Yoshi-Welt auf dem N64. Oh, auf dem N64 war sie ja shit, auf dem Yuffie ist ehrlich gesagt ziemlich lame. Ja. Wusstet ihr, dass auf der Wii U alle Mario Kart-Strecken irgendwie so richtig lame und langweilig sind? Ich mag Royal noch nicht. Way. Das weiß ich erst noch in... nicht. Ja, das ist so erfahren. Dann wirst du auch denken, oh, sind die Stränge alle langweilig. Ich überleg grad, welche fand ich denn gut. Wollen nicht mit der Einstellung, wir müssen 100 Parts machen, mindestens. 1000? Wir, wir müssen uns irgendwie durchhypen, auch wenn wir Scheiße finden. Der Rege kann sich gut reinhypen. Also, ich kann das wohl spielen, das ist nicht das Problem, aber... Es ist halt kein Mario Kart Wii, ne? Das hast du gut erkannt, Wollo. Schade. Dem Wollo-Ad geht nichts. Mir geht nichts, ne? Vor allen Dingen Dinge, die mich traurig machen. Hier gehen wir nicht. Das ist ja gar nicht Mario Kart Wii. Was ist hier los, Maeve? Wozu willst du mich da gerade überreden? Das hier ist übrigens auch kein Mario Kart Wii. Und das hier ist auch nicht Teil 1 von Sonic and All-Stars. Ja, der erste ist einfach besser. Der erste ist cooler. Aber. Das Problem ist aber die PC-Version. Ich glaube, da hat Blog ja gesagt, sind die Server offline. Und als ich es mal spielen wollte, wieder ein bisschen. PC ist bei mir irgendwie immer abgestürzt, das Spiel. Ne, bei mir nicht. Ich habe es letztens noch komplett durchgespielt. Hä, die PC-Version? Ja. Ha. Im Stream. Also von daher. Alter. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Bei mir hat es aber auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich kann auch nicht sagen, warum. Ey, du isst doch Iwets! Ich hab grad ne All-Star, ich bin viel zu schnell für die Gegend hier gerade. Ach, du warst es, der Arsch! Ja, der die ganze Zeit herumgeboxt hat. Vom dritten auf den 10. Platz geworfen hat. Liegt es irgendwie an mir oder sind die Boost-Felder irgendwie gefühlt einfach nutzlos? Die sind nutzlos. Die nutzlos sein. Weil die sich einfach. Soll ich dir das Prinzip von Boost-Feldern mal erklären, Bloggy? Fährst du über, bist für kurze Zeit ein bisschen schneller. Ja, aber das ist ja nichts. Unmerklich. Ja, genau. Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Doch, die sind halt wirklich. Ist halt ein bisschen schneller. Wie viel schneller sollen sie sich denn machen? Wie unfair soll es denn sein für die Spieler, die das Boostfeld nicht erwischt haben? Du sollst ja nur einen kleinen Vorteil gegenüber den anderen, die sich verpasst haben, bekommen und nicht einen riesigen. Ja. Da ist Ryo Hazuki oder das ist wahrscheinlich jeder, der gerade da ist. Nee, da ist Ryo. Er ist in Neo Tokyo. Bestimmt, weil du Erster bist. Ich bin nicht Erster, ich bin Zweiter. Ich bin der Erste. Bestimmt, weil das. Nimm gar nicht, du bist Dritter. Ich noch vorhin abgeschossen. Von daher. Fuck. Ich wollte nur ein bisschen Sorge machen. Na, ich sehe den Ersten, ja. Das ist nicht Blocky, willst du sagen?
Nee. Warum? Ich hätte einfach bei Gum bleiben sollen. Was nehme ich Amy? Das haben wir uns oh, alle nee. Gefragt. Oh. Ach ja, ach nee, ach, wir sind die ersten Runde 2. Ach 3, okay. Wisst ihr, was auch immer noch ein unglaublich gutes Spiel ist? Witcher 3. Nee. Ja, noch nie gespielt. Alter. Also gut. Ich hab's jetzt für ein Jahr lang nicht mehr gespielt, hab ich's wieder angefangen. Und jetzt, ich spiel's derzeit halt wieder und ich denke mir, Alter, das ist halt echt gut. Tschüss. Ich muss wieder anfangen. Das wird nicht passieren, machen wir uns nichts vor. Ich hab's installiert und schon gestartet und meine Schwäche schon wieder hergestellt. Erster Platz! Als ob. Ey. Oh, da haben wir mal, hab ich mal ein bisschen von der Morgi-Therapie reingezogen. Welche daraus besteht, dass ich besser bin. Hab ich recht, Knights? Knights ist ein Fahrer, seit wann das? Die ganze Zeit. Immer? Nee. In Teil 1 glaube ich nicht. Ah, das kann sein. Knights hat mich einfach zur Seite gebracht. Teil 1 war sie die Jury Mist, da, stimmt. Die am Anfang die Fahne geschwiedelt hat. Ich weiß genau, was du meinst. Aber schau dir mal Knights an. Die ist sogar cool geschrieben mit einem kleinen I. Und alles groß. Oh, ich hasse, Alter, das ist so. Ich hasse es, wenn Leute das machen. Ja. Das ist dann so. Oh, zum Glück hast du ein kleines I gemacht. Sonst, ich hab mich schon gewundert, ob das. Sonst würde ich mich ja wundern, ob das ein I ist oder der Buchstabe Strich. War ja Säge. Ja, ich weiß, das machen viele Leute. Wenn sie alles groß schreiben, außer dann das I. Das ist so. Verstehe ich nicht ganz, warum die davon ausgehen, dass man ein großes I mit was soll man das denn verwechseln? Mit einem L. Kleinen L. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Doch. Ein L sieht anders aus. Easy. Das kommt auf die Schriftart an. Vor allem denkt man sich dann, dieses eine Wort, das eigentlich mit I geschrieben wird. Ich glaube, das ist Schriftart, ein L da drin. Ja, aber es gibt Schriftarten, wo das genau gleich aussieht. Große I und das kleine L. Ja, aber in denen sind die Situationen, wo ich das meine, sind nicht in diesen Schriftarten geschrieben. Ja. Stefan, hast du Witcher weitergespielt jetzt eigentlich? Was hab ich? Ob du Witcher weitergespielt hast, so du Level 18 erreicht hast. Ich bin zwischen über Level 20. Muss ich ja viel nachholen jetzt. Ja, hab ich auch ein bisschen weitergespielt. Oh shit. Ich habe auch den einen oder anderen Hauptstory-Strang beendet. Hab Rittersporn befreit. Hexen wären Mütter und Mütter wären Väter. Geh mit den Ticks von dir ging. Warum ja, genau, musst du schwanger Geralt. Sein? Wer ist denn der Vater? Bitte lass es Anna sein. Das war der Klassiker. Oh, was wollen wir denn für die Strecke machen? Keine Ahnung, eine, die nicht langweilig ist. Gibt's so eine? Tatsächlich, seien ja, wir mal jetzt ehrlich. Sagt. Seien wir mal ehrlich, es gibt doch keine einzige Strecke, wo man wirklich fährt und sich denkt, oh, die ist auch scheiße, wo man sich denkt, die hat mir jetzt aber Spaß gemacht, die würde ich nochmal spielen. Nee, tatsächlich nicht. Nimm doch mal eine Strecke von Skies of Arcadia. Hab ich überlegt, da dachte ich, nehmen wir die. Das heißt, da eine von Skies of Arcadia. So, als ob es da so viele meine, es geben mehrere. Würde. Oh, irgendwann muss ich auch mal Skies of Arcadia spielen, ich hab's mir gekauft. Ein geiles Spiel. Den geilen Gamecube-Port. So damals, weil es teuer ist, dann dachte ich mir, Alter, ein teures Gamecube-Spiel, dann kommt in die Sammlung. Ja, es ist auch ein gutes Spiel. Es ist aber ein Dreamcast-Spiel. Als Gamecube-Spiel möchte ich das leider nicht anerkennen. Tue ich mir immer schwer, wenn es zuerst auf dem Dreamcast ist. Willst du Shenmue dann auch nicht als Xbox? Ja, das verstehe ich. Auch nicht als Xbox-Spiel anerkennen? Nein, tue ich nicht. Kam es außerhalb von Japan für die Dreamcast raus? Bei uns. Ich will die Dreamcast echt? 2 haben. Ja. Temu 2 kam auch als PAL raus. Die Amis hatten es nicht. Das haben sie auch nicht verdient. Nee, eben. Sollen sie erstmal um ihre Krankenkassen kümmern, dann können sie mal drüber reden, ob sie vielleicht einen neuen Shenmue-Teil verdient haben. Alter, der Volvo, der fährt ja auch als Wii U. Natürlich. Ich bin aktuell General dafür Winter. Dafür hab ich 6 Euro ausgegeben, um mit Alter. Zu spielen. Gibt's eigentlich noch mehr als den Charakter, oder? Du kannst noch andere Charaktere kommen. Ich glaube nur noch...
Es gibt auch Jobcast. Ein Charakter kostet 6 Euro. Ein Charakter kostete 6 Euro, ja. Ja, das ist ja. Was für ein YouTuber war hier nochmal vorhanden? Ja, Jobcast irgendwas. Ja, genau, da dachte ich mir auch, bitte. Bitte? Es war Charity-Zeugs irgendwas. Oh, fuck. Wusstet ihr, was das problematisch ist, dass wenn man von dem Teil der Steuerung umdreht und wenn man dann auf einmal ins Flugzeug losfliegt, dass das echt nicht gut ist? Ich bin mit sehr viel Abstand jetzt 10. Oh, wisst ihr, was auch richtig toll ist? Die DLC-Charaktere von Smash Bros. Apropos, wer will demnächst mal ein bisschen Smash spielen? Ich natürlich. Ich weiß. Ja, ich auch. Ich bin dabei. Ich hab kein Smash. Also ich hab halt Smash 4 schon, ich hab schon so lange nicht mehr gespielt. Eigentlich hätte ich echt Also grundsätzlich bin ich gegen schlechte Leute immer gewillt zu spielen. Hey, so das ist ein Punkt, aber... Findest Ouch. Du bei mir leider nicht. Ach, Johnny, dich mach ich auch noch platt. Nee. Aber wir waren immer recht gleich auf. Alter, pass auf. Weißt du, woher der Name Johnny die Kante kommt? Der kommt daher, dass er immer am Edgeguarding ist. Das liegt daran, dass Wollo einen Kumpel hatte, der immer verlangt hat, dass man ihn so nennt. Obwohl er Florian hieß. Ja, und dann hat Wollo das für mich irgendwie übernommen. Warte, er wollte, dass man Johnny die Kante... Was? Johnny die Kante wollte er genannt werden. Nein, Florian die Kante wollte er genannt werden. Oder nicht? Der kommt von dir, der Name so gesehen, Wollo? Er Ach wollte so. wirklich Johnny die Kante genannt werden und nicht Flori oder sonst was. Flori! Flori, Johnny! Was ist denn los mit dem Typen? Warum Johnny, Johnny. Die Kante? Weil man das so sagt, Johnny die Kante. Da dachte ich so, Alter, Johnny, das ist... Das ist der Name, den ich mir aussuchen will. Ist ein cooler Name, oder nicht? Wenn man mit der Kante ich will nicht über meinen richtigen Namen angesprochen werden. Also ab jetzt bin ich Namen. Johnny die Kante. Und bei Johnny passte das halt so gut. Ja, hieß Johnny, dann war Johnny die Kante lag auf der Hand für mich. Ne? Absolut. Ja. Ich bin natürlich auch ein großer Verfechter von Jonas Amazonas. Oder Jonas die alte Amazonas oder Johnny Jungle. Johnny Jungle. Ist so gut. Ne? Das ist der Shit. Gibt's Johnny Jungle auch schon länger? Ich dachte, er wäre relativ frisch. Nee, das ist ganz frisch. Ja, das ist ganz auch frisch. Aber ich kenn's auch schon aus dem Stream. Johnny Jungle, Alter. Kennst auch schon den neuesten Namen? Joni. Oh Mensch, Joni! 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 Eine Freundin, die mich so nennen. Joni! Ah, Joni finde ich jetzt nicht so gut. Nee, das ist auch echt nicht hey, so Joni, hier ist der Olli. So nice. Guck mal die ultimative Schadshow. Alter, mit dem Joni, mit dem würde ich die ultimative Schadshow moderieren. Ah, wo hast du gedacht, ne? Ja, hab ich mir so gedacht, ne? Direkt mal zurückgeschossen hier. Genau. Kommt der Bloggy doch wieder ran, das ist doch kacke, Mate. Mir geht ja alles kaputt. Ich bin Neuter, ich hasse die Map. Ich bin gerade. Fucking fuck, wo bin ich gerade? Ich hang grad ungelogen 10 Sekunden. Was zum. Mal, warum kann man unter den Steinteilen entlang fliegen, aber nur zum Teil und dann muss man umdrehen und ich bin schon wieder 10. Alter, von wie vielen Items kann man denn noch getroffen werden? 12. Bruder, geht so viel Action auch im MK8 ab? Nein. Aber die Strecken sind einfach auch. In Mario Kart 8 gibt's echte Strecken. Hier ist einfach alles so. Ja, weiß ich nicht, alles so. Einfach. So ja, das random, stimmt. Keine Ahnung. Das ergibt alles gar keinen richtigen Sinn, ne? Sehe keine Strecke, ich bin übrigens Erster geworden. Also Mario Kart braucht keine Pfeile. Nee, Mario Kart braucht keine Pfeile. Das ist eine durchaus gute Sache. Naja, Mario Kart fliegst du aber auch nicht durch die Gegend. Haben wir Clay so weit getrieben, Glorietta? Doch, bei Mario Kart 8 hat man doch diesen Gleiter. Man fliegt doch durch die Gegend. Ja, aber man fliegt nicht, man gleitet. Das immer diese kleinen. Das macht aber in dem Fall tatsächlich den Unterschied, dass Gleiten einfach fucking langweilig ist gegenüber dem Fliegen. Ich find's bei Zelda nicht langweilig. Wisst ihr, was ich hoffe? Dass sie bei Mario Kart, wenn sie den nächsten Teil machen, dass sie sich zusammensetzen und dann schauen sie sich gegenseitig die Augen am Entwicklertisch und sagen sie, die Sache mit dem Unterwasserfahren. Ist euch aufgefallen? Das hat nicht Können so wir drüber reden, dass das niemandem Spaß macht und dass das nur alles ausbremst und nervig ist? Und das Vielleicht das sollten wir das wieder rausmachen. Es ist das gleiche wie an Land fahren, nur mit einem etwas anderer Physik. Nur langsamer, du willst doch nicht langsam sein. Nur nerviger, ne, genau. Und alles ist das blau. Normale fahren ist nervig. Und das ganze Bild ist blau. Und man hat Tropfen auf der Linse, wenn man wieder rausfährt. Ich möchte viel lieber, dass sich da mal jemand hinsetzt und sagt, Jungs und Mädels, wir haben Diddy Kong Racing die ganze Zeit vor der Nase. Das hat uns gezeigt, wie man es richtig machen könnte. Und wir machen es nicht. Wieso machen wir das nicht? Gibt's Seit 20 Grund? Jahren ist das Seit hier so. Seit 20 Jahren, ne? Ist es direkt vor mir und wir machen es nicht. Was soll das?
Chat klärt uns auf, gibt es wieder ein paar neue Diddy Kong Racing 2 Gerüchte, weil ich erinnere mich noch, das war vor, keine Ahnung, vor 2 Jahren oder so im Wollo-Stream, da war dann so, dann wollen Diddy Kong Racing Spieler Leute so, es gibt ja so ein Gerücht. Was wurde daraus? Wenn wir das Spiel jetzt anmachen würden, würde bestimmt jemand kommen und sagen, ja, für die Switch, ne, hab ich ja gehört, ne. Alter. Diddy Kong Racing 2, diese E3, das große Ding. Das kommt nach den Credits angekündigt wurde. Wir würden ausrasten. Es ist halt die Frage, ob Diddy Kong Racing 2, da wird es halt sehr stark drauf ankommen, wer das Spiel macht. Das Ding ist halt, ich möchte wieder die Münz rennen und so weiter, ne? Sonst will ich das nicht. Will halt schon, dass das so ist wie Teil 1. Mhm. Wenn sie wenigstens gebackt bekommen würden, neue Crash Team Racing vernünftig zu machen. Aber ich glaube, Naughty Dog könnte man dazu kaum überwinden. Die machen ja einen Uncharted-Card oder so. Uncharted? Wow. Geht aber gut. The Card durchspielen. Die muss ich lassen. Wenn die das machen, würde ich das spielen. Boah, die Musik hier ist so gut. Ja, Jet Set Radio. Bestes Lied im Spiel. Also, das ist ein bisschen. Wisst ihr, was das beste Lied aus Sonic und All-Stars Racing 1 war? Samba de Janeiro. Ja, natürlich. Das höre ich das. Nee, das ist. Can You Feel the Sunshine ist nicht aus Sonic. Also aus Sonic R meinst du? Ja, aber das kannst du freischalten, Sonic und All-Stars Racing 1. Ach, kann man das? Ja. Warum machst du das nicht? Mit Abstand Samba de Janeiro. Mit Abstand. Ja, das habe ich ja noch nie gehört. Oh, da war Wollo sowas von Zeug. Ich war irgendwann sauer, ne? Alter, wir haben das alle gefeiert im Chat und Wollo. Ja, aber du spielst das Spiel irgendwie 4 Stunden. Ja, und jedes Mal, wenn die Strecke kommt, ne? Jedes Mal. Oh, das ist das beste Lied im Spiel. Geile Musik. Das ist auch so. Ja, ist ja jetzt gut. Alter, Blocki, weißt du, was das beste Lied ist? Die beste Musik im Spiel oder so. Die haben immer nur geschrieben, die Musik, Sternchen, Strich, Sternchen. Oh Gott. Kubiku, die Musik. Pass auf, Blocki, weißt du, was das beste Spiel wäre? Ich glaube, das gibt's, Lied wäre, das gibt's auch nicht. Das fucking Daytona-Lied. Ich weiß nicht, warum haben sie das eigentlich nicht? Das war doch auch ein Sega Racer. Oh ja. Daytona ist sowieso cool. Ich glaube, es gibt einen neuen Teil. Was heißt neun? Nee, die gibt's nicht. Das war ein anderes Spiel. Wenn du willst, doch Sega Saturn Teil oder nicht? Danke. Es gibt noch Daytona für die Dreamcast. Mhm. Das stimmt, ja. Daytona 2001 war das, glaube ich. Mhm. Ist das neu? 2001 ist das die Zukunft, das Jahr 2001, wie mir scheint. Spiele aus 2001 sind für mich relativ neu. Da würde ich schon sagen, ja, da spiele ich jetzt nicht unbedingt Retro gerade. Da spiele ich schon was. Mir fällt es auch schwer, dass Leute GameCube und PS2 ja. Ära, dass die es als Retro bezeichnen. Ist echt so, ne? Für mich ist Retro 2D oder ganz frühes 3D. Ja, ganz frühes 3D ist mir schon wieder ein bisschen zu spät für Retro. Alles, was nach Nintendo 64 kommt, ist kein Retro. Absolut nicht. So einfach ist das. Das ist schon allein vom Grafischen her, das sieht nicht wie Retro aus. Ah, das ist ja alles schon fotorealistisch. Du kannst ja auch nicht einen Film anschauen und sagst du, 720p, das ist ja Retro. Nein, das ist nicht. Ab wann sind Filme denn Retro? Also zurück in die Zukunft und so, finde ich schon ein bisschen Retro. Ja, aber was ist dann mit Charlie Chaplin? Das ist ja Steinzeit. Ne? Das ist dann eine Antike oder was? Klassiker. Ja. Ich denke schon. Wer guckt denn mit den Charlie Chaplin? Oh, das ich hat Johnny vor kurzem gemacht, deswegen hat das auch angesprochen. Ja. Bin großer Fan. Boah, der hat ja gar keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Also, ich muss schon sagen, dass ich finde, dass die GameCube Retro ist. Was Retro? Was? Für mich ist die GameCube Retro. Für mich ist alles, was eine Dekade mindestens zurückgelegt oder 15 Jahre schon. Also ja, aber es fühlt. Ja, man kann sagen. Retro. Das ist halt auch richtig, was Blocki da sagt. Exakt, aber Fall, es fühlt aber sich nicht so an. Für mich ist es. Nee, für mich ist alles. Es werden doch jetzt noch Spiele released, die so aussehen wie die GameCube-Spiele, nur mit ein bisschen es mehr Es werden doch Spiele released, so, die wünschten, sie würden so gut aussehen. Mighty Number 9 ja. Ist kein Star Fox Adventures. Ja. Na gut. Na, deine Aussage ist richtig, Blocki. Absolut. Nur vom Gefühl her fühlt sich für dich auch so an. Dass du ein GameCube-Spiel reinlegst, dann denkst du dir, das ist Retro. Das ist aber keine Aussage zu sagen, es gibt Spiele, die hässlicher sind als sie damals. Ich meine, heutzutage gibt es auch 2D-Games auf der PS4, die auch schlechter aussehen als auf der SNES. Ich hab doch nicht hässlicher gesagt. Ich, der Klugscheißer, der Johnny, was hier noch ist, der Klugscheißer. Raus, ne? Ich denke einfach nur, dass es keinen Sinn ergibt.
Ich kann auch wirklich nicht nachvollziehen, tut mir leid. Ich kann jetzt echt nicht nachvollziehen, warum man die GameCube nicht als. Nein, ich akzeptiere es, ich habe auch nichts dagegen. Ich sehe es auch ein, dass man das sagt, dass die Retro ist. Ja. Ich sag doch, geht ja nicht ums Akzeptieren, sondern ums Gefühl. Ja, genau, um das Gefühl geht es mehr. Fühlt sich für mich ja, auch. Kannst auch unser Gefühl nicht bestimmen. Das Ding ist halt, Sachen, die ich gespielt habe, als ich schon jenseits der 20 Jahre war, kann ich, glaube ich, nicht mehr so retromäßig erfassen. Also, das wird für mich nicht mehr Retro. Zumindest nicht im jetzigen Status. Ja. Dafür war ich braucht da man schon, einfach ein anderes Wort. Ist ein Youngtimer, ne? Das ist jetzt Windtimer. Ist noch kein Oldtimer, ist erstmal ein Youngtimer. Retri. Windtimer. Retri. Retri. Das ist das, was man nochmal spielen will, ne? Retri habe ich es immer genannt. Ja, Retri. Oder ein 1-Up. Nee, 1-Up habe ich nicht gesagt. Ich habe ein Leben gesagt. Ich glaube, ich habe ein Up gesagt. Also, ich dachte zumindest, dass ich es nicht so gesagt, aber ich dachte, dass so dran steht. Das Item ist ja sowieso, das sagt man sowieso. Ich hasse auch, das ist auch eine Sache, die ich auch gemerkt habe, als ich damals angefangen habe, Let's Plays zu schauen. Da gab es dann auch manche Let's Plays, die haben Item oder so gesagt. Da dachte ich mir dann immer, Item, oh mein Gott. Nein, Item. Ich verabscheue diese Menschen. Ja, mein Gott, man wusste es halt nicht dafür. Besser, ne? Ja, da kommt mir aber richtig die geile Item. Vor allem, wenn du Mario Party damals gespielt hast, haben die sogar gesagt Item. Und da kamen immer die Freunde, die Item sagen, obwohl die das sogar Item sagen. Oh. Ja, da krieg ich einen Ausraster. Recht? Gib mir die Galle. Oh, ja, da kann ich überhaupt nicht ab. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber da gibt mir echt die Galle, wenn jemand Item sagt. Ich meine, die sagen es ja auch nicht, weil sie Probleme mit der Aussprache oder so haben. Das ist dann eine Sache, wo man sagen kann, okay, verstehe ich bei manchen Dingen, wenn man dann das deutsche Wort bevorzugt. Aber ja. Bei Item, das ist nicht schwer auszusprechen. Oh, moin. Kann sogar ich. Kann doch nicht. Ist Item wirklich das deutsche Wort für Item? Aus. Was ist denn? Nein, aber also, man hat es doch als Kind so aus. Du hast doch bestimmt als Kind auch so ausgesprochen. Nee. Das deutsche Wort müsste Gegenstand sein. Du liest Retri und dann ist das. Dann ist ich habe Retri gelesen, glaube ich. Aber in fast jedem Spiel, damals wurde doch auf den Nintendo 64 zum Beispiel, oder. Wurde also, du bist jetzt mit Sprachausgabe auf den Nintendo 64 war halt Sprachausgabe ja. Tatsächlich nicht so gang und gäbe. Ja. Muss ich sagen. Ja. Also, nee. Was? Es haben tatsächlich war viel mehr zu begrenzt, Spiele, wie man denkt. Das Item hast du höchstens in irgendeinem Fernsehen mal in einer Werbung oder so gehabt. Auf der Playstation gab es Sprachausgabe, nee. Nicht auf dem N64. Playstation gab es relativ viel Sprachausgabe. Wisst auf dem Nintendo 64 gab es aber genügend Soundfiles. Also wenn hier dann, und da schon, ja. Wenn, dann gab es Sprachausgaben bei irgendwelchen PC-Spielen. F-Zero hatte Sprachausgaben. So ja, es gab schon welche, aber es war ja die Ausnahme. Aber warte, ich möchte noch kurz sagen zu den Worten, was mich wütend macht. Da gab es zuletzt, was ich zuletzt gesehen habe, das war irgendwie der Nintendo Deutschland Twitter-Account, den folge ich auch schon gar nicht mehr. Die haben mir eingefallen, zu viel mit der Switch zu spammen. Auf jeden Fall, was die mal gemacht haben, es war damals irgendwie zur E3, glaube ich, als Zelda angekündigt wurde. Und da haben sie gesagt, da ist das E3-Verlies oder so. Oder was ist euer Lieblingsverlies aus Zelda? Dachte ich mir, das ist ein Dungeon! Verlies! Wow. Ja und? Labyrinth würde doch gehen, aber Verlies! Nee, da weigere ich mich zu akzeptieren. Verlies! Das ist willst so das Schlimmste, wie wenn Clay und Melfi auf einmal Ganon sagen, statt Ganon. Das ist so, weil selbst die Japaner Ganon sagen. Das ist also tatsächlich die richtige Aussprache. Legitim, ja. Ich sage auch Ganon seitdem. Achso, sagst das du dann auch halt, Ganondorf? Halt hier macht ja auch Sinn. Natürlich sage ich Ganondorf. Das klingt so fucking dumm. Das ist aber richtig. Der Mann aus Smash hat es anders wichtig, gesagt. Wenn der Typ aus Smash Ganondorf sagt. Doch nicht wichtig. Ich hab richtig gesagt. Wenn die Japaner sagen, ne, die Japaner im Trailer entscheiden und in dem Spiel sagen, das heißt Ganon. Wenn Miyamoto sagt, das heißt Ganon, dann wird der wohl. Ich würde mal sagen, die Tatsache, dass Anime aus Japan kommt, zeigt, dass auch die Japaner manchmal Fehler machen. Er entscheidet, wie man das ausspricht. Oh, hast du nicht getan. Ich habe gesagt, die Tatsache, dass Anime aus Japan kommt, zeigt, dass auch die Japaner manchmal Fehler machen. Ey, halt dich mal zurück. Es sind gerade wieder zwei Top-Serien am Start, Anime-mäßig. Also deswegen halt die Klappe. Ich bin gerade voll im Fanboy-Modus zum Anime-SP. Attack on Titan Season 2, ich meine, da kann sich doch wohl keiner hier. Ne? Alter, Rick and Morty und Season 3. Und Boku no Hero Academia? Die ist losgegangen. Rick and Morty habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich mir auch. Rick and Morty. Würde ich dir immer noch empfehlen, Wollo? Was? Würde ich dir immer noch empfehlen, Wollo?
Ja, das mag sein, aber ich kann. Hast du keine Rick and Morty geguckt? Nee. Ich weiß nicht, ob das. Alter, pass mal auf. Blocky, pass mal auf. Pass mal auf, Blocky. Das ja, war gerade voll im Anime-Modus. Das ist das kein Zeichentrick. Das ist kein Zeichentrick. Nee, genau. Ist nicht. Das ist japanische ja, Animationskunst. Aber das war ja du was guckst das doch eh nicht, weil du es nicht verstehen würdest. Ganz einfach. Ich würde jetzt zustimmen, das sind keine Cartoons. That's art. Das sind keine Cartoons, genau. Ich tu mir schwer. Tu mir halt einfach schwer. Blocky, pass mal auf. Zeichentrick zu gucken. Pass mal auf bei dem drei Spielezeugs, was ich da mit Fully und Keiki mache. Da gab es mal eine Situation. Da habe ich eine 1 Rick and Morty-Referenz gemacht. Du weißt, was die beiden gemacht haben? Die haben nichts dazu gesagt. Ja, die haben es nicht verstanden. Nie gesehen. Ja, kann ich verstehen. Welche Folge? Das war mit dem Gedächtnisparasit-Dingens. Ja, Leute. Ja, da konnte ich mich dran erinnern. Da dachte ich mir aber auch echt, Leute, das ist nicht euer Ernst, dann muss man doch kennen. Exakt! Mr. Butthole. Vor allem beide! Bei Fully hätte ich gedacht, dass er es kennt, aber nee. Auf der anderen Seite ist Fully auch rumgelaufen und hat mal gesagt, die Simpsons war ja nie lustig. Das hat er nicht gesagt. Die waren nicht. Fully, ja, wenn du das hörst, ich verprügel dich. Fully hat da ganz, ganz merkwürdige Ansichten mit vielen Sachen. Immer sehr anti. Mhm. Ja, das sowieso, egal was man du sagt. Kannst, ne? Du kannst Ansichten haben, wie du möchtest. Du sagst doch nicht, dass die Simpsons damals nicht witzig sind. Exakt, das ist auch mein Standpunkt. Ja, du kannst nicht mögen, ist okay, aber du kannst nicht daran zweifeln, dass sie damals, als sie wirklich ganz oben waren, dass sie da nicht so unrecht waren. Jeder mochte die Simpsons. Gab es Menschen, die Simpsons nicht mochten? Ja, und dann kam mir mochte die auch nicht, aber er hat trotzdem gesagt, ja, die sind schon lustig, aber... Das respektiere ich sowas, wenn man sagt, okay... Das ging so lange gut mit den Simpsons, bis die Folge kam, wo Rektor Skinner gezeigt hat oder bewiesen hat. Naja, dass das halte ich für Schwachsinn. Ich sag nach. Naja, gut, ich sag nach Staffel 10 ging es bergab und nach dem Film war es halt endgültig. Ich mochte die Folge, wo es Rektor Skinner nicht wirklich der war. Ich fand die auch okay. War ich meine Lieblingsfolge, war okay. Eigentlich war sie ziemlich scheiße. Weil die Folge generell halt echt nicht so gut war. Ja, die hat halt alles weggeschmissen, was man von Rektor Skinner bis dato gelernt hat. Seine komplette Charakterentwicklung wurde dann einfach so blub, jupp, tschüss. Ja, da hat so ein Typ Video gemacht, ich auch gesehen, Blocky. Na, geht. Hast du gehört, Blocky? Was? Da hat so ein Typ, der ein Video drüber macht, das hab ich auch gesehen. Hat für ein Video? Der war vor, keine Ahnung, vor ein, zwei Monaten war da irgend so ein Video, das mir empfohlen worden, das war über die Simpsons. Über der Tag, als die Simpsons starben oder so, der hat genau das gesagt, was du gesagt hast. Deswegen gehe ich davon aus, dass du es auch gesehen hast. Ich guck doch kaum wie YouTube. Was will ich das wissen? Ja, der Browserverlauf oder so. Ja, das gleiche gesagt. Ich bin gefühlt. Guckst du dann den ganzen Tag? Ich bin kaum zu Hause momentan. Ah. Bin eher trotzdem spielst du gerade Sonic. Naja, ich bin erst um 16 Uhr nach Hause gekommen. Erst. Abends spiele ich mittlerweile nur noch Risiko. Naja. Risiko? Das macht Spaß. Mhm. Und ich bin nie der Hungerer, gell? Oh, fucking Risiko, ich erinnere mich. Letztens haben wir das Spiel relativ wütend. Alte Risiko zu dritt dabei. Ausprobiert und zu dritt ist das Spiel, also ist es halt nicht sehr optimal. Mit Leuten spielen. Ja, und da war das dann so, dass wir das Spiel nicht wirklich kannten, außer einer von uns und der hat uns das dann gezeigt. Das erste, die erste Risikorunde, da hat einer in 4 Runden gewonnen und die andere habe ich in 2 Runden gewonnen. Und wir haben nach den Regeln gespielt, wir haben sogar nachgeschaut, ob das geht, was ich gemacht habe. Und es ging. Nee. Könnte ich jetzt einfach so Polen überfallen? Vor. Was? Kaum Gegenwehr? Was habt ihr gespielt? Habt ihr totale Domination gespielt oder Mission? Ne? Ja, Mission wahrscheinlich. Ja, das spielt man doch nicht. Man spielt ich immer weiß. Weltherrschaft. Was ist ja, denn los? Ja, aber das Missionsmodus. Alles andere macht doch gar keinen Spaß. Da bekommst du Karten, da steht drauf, was du zu tun hast. Mit ja, zum Beispiel Zerstörung oder wie. Das ist einfach total... Ja, haben wir dann auch gemacht. Aber zuerst hatten wir den Missionsmodus, weil der eine so meinte, ja, jetzt zum Einstieg. Und das ging dann 6 Runden insgesamt und 2 haben wir gewonnen. Ja gut, das kann dann auch schnell gehen. Dabei. Aber du kannst die Welt halt nicht in 2 Runden erobern. Das wäre mir doch schon arg gewundert. Ja, wenn du willst, Eroberung machst, dann brauchst du mit 6 Spielern, wenn die gut spielen, wirklich und bedacht, mal mindestens 4 Stunden. Oh, sowas macht so viel Spaß. Das ist aber auch cool. So super lange Rundenrisiko, das ist geil. Ja, na ja. Und da brauchst du doch schöne, epische Musik im Hintergrund. Damit du dich fühlst wie ein Gott. Die gute alte Croc-Musik. Aber das spiele ich jetzt seit ungefähr. Von Feuerstein. Ich glaube, eine Woche jetzt mit meinen Leuten. Wir haben vor kurzem ein bisschen Tabletop-Simulator-Zeug gespielt, da ich die Croc-Musik. Jetzt sehen wir mal, Malo.
Jetzt sehen wir mal, Wollo. Was für einen Kontinent nimmst du dann, bevorzugst du den? Boah, ey, neue Spiel hat jetzt nicht so oft, ne? Möchte ich jetzt auch nicht sagen. Sünde. Ich dachte, ich hätte ja nicht mal einen Gesprächspartner. Ja, Wollo ist nicht so ein Stratege. Wir haben damals mal Risiko gespielt, oder? Öfters, das war geil. Wir hatten das auf Steam und haben das öfters gespielt. Ich hab mal Risiko gespielt. Ja. Wann war denn das? Ricky hat sogar gestreamt. Wann war denn das? Das war zu Rickys Zeit, wenn wir um 24 Uhr Risiko gespielt haben. Da haben wir das Stream. Dann die Frage, Ricky, warum? Warum? Das ist die Frage, das warum stellst du das Spiel? Die Frage stellt Ricky immer. Ich frage immer noch. Und dann dachte man sich, ja, mach doch, du willst irgendwie doch am Arsch. Eigentlich wollte ich in Ruhe eine private Runde spielen. Aber nein, jetzt muss das natürlich wieder in die Welt gestreamt werden, weil Ricky da 20 Leuten zeigen muss. Ja, genau, der Wolle versteht mich. Der Wolle versteht mich. Das sind halt so Momente, wo du denkst, es ist doch so, nein, unnötig, hör auf jetzt. Was, wo hat man Silvergunner-Flashbacks? Sicher. Ja, bei Fred Feuerstein. Ah, Flintstone. Jo. Den eigentlich schon wieder? Der war ich nicht. Aber da ist er schon wieder. Ja, weißt du, der war 18 Mal gelöscht weg. Oder nicht, ne? Ja. Nee, der, ja, und der, einmal wurde er gelöscht, dann einmal hat er irgendwie selbst aufgehört, hat dann eigentlich nicht wirklich aufgehört, keine Ahnung. War aber auch schon länger nicht mehr auf dem Kanal. Boah, ihr weit hier hinten seid. Die Renama One Remix, das war nicht, war mir nicht ausreichend. Irgendwann geht man dann einfach. Kennt man. Alter, Freund, bist ein ekliger Typ, ne? Waren noch Hitbox-Zeiten damals mit Risiko. Ich kann nicht mehr. Wurde Risiko auf Hitbox mitten in der Nacht gestreamt. Können wir uns einigen, dass ich die weißen Punkte habe? Ich kann nicht mehr. Alter, das Spiel ist einfach langweilig. Warte, wir machen noch bis 19 Uhr, war nicht der eigentliche Plan, tatsächlich. Bis wann? Bis 19 Uhr. Ach, bis 19. Ich habe gerade 20 verstanden. Ja, na, noch ein bisschen Pause. Wir haben dann am Abend eh noch Expertenrunde später. Ja, deswegen, ich will auch noch was essen. Ja, ja, Plan war bis 19 Uhr. Geile 2 Stunden kann man mal so in den Raum werfen. Ja. Ja, ihr habt gehört, Zuschauer, Chat. Bis 19 Uhr machen wir noch. Nice. Das ist kein gutes Zeichen, wenn du dich so gut unterhalten kannst, dass du das Spiel nicht mehr mitbekommst. Das ist echt kein gutes Zeichen. Was? So spiele ich immer Mario. Das ist doch ein extrem gutes Zeichen. Das ist das Beste. Warum ist das ein schlechtes Zeichen? Weil jemand, der würde jetzt gerne so spielen, dass wir uns die ganze Zeit nur gegenseitig anschreien. So, ich hab dich getroffen. Nee, das stimmt doch gar nicht. Kommt mir aber gerade so vor. Ich meine, einer, der ernsthaft spielt. Nee, das ist doch gar nicht wahr. Ich so Corne und Clay aus TTT. Ich spiele das gerade so nebenbei, dass ich wirklich noch nicht mal irgendwas vom Spiel mitbekomme. Mir ist nichts im Gedächtnis jetzt geblieben. Das ist bei Rennbett auch immer so. Musik. Nein. Nee, wenn ich Mario Kart mit jemandem spielen würde und ich würde mich mit ihm unterhalten, würde ich wenigstens noch wissen, was in der Map passiert ist. Nein, bei mir, ich habe genauso viel Erinnerung bei Mario Kart als bei dir. Also bei Mario Kart wäre ich noch abwesender. Nee, bei Mario Kart würde ich es ein bisschen mehr besser merken können, weil ich die Strecken alle relativ gut kenne, soweit. Ja. Ja, aber hier merkst du dir nichts. Du merkst ja, dir das nichts. Liegt aber auch daran, dass die Strecken auch nicht gleich bleiben. Jede Runde ist anders und das ist alles so blöd. Ja, das ist blöd. Aber so, ja, aber das ganze Spiel ist an sich sehr nichtssagend. Es ist halt nicht Teil 1. Sehr unpolished. Ja. Unpolished, könnte man sagen. Wir können doch ruhig mal einen dritten Teil. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Ich verstehe auch nicht, warum der Bloggy auf einmal so gegen das Spiel ist. Das ist nicht schlecht. Ist aber ich bin nicht, auch nicht ich gut. Bin nicht gegen können wir uns darauf einigen, dass ich der Beste bin und jetzt einfach aufhören, das Spiel ist langweilig. Es ist ja auch stimmt. Langweilig. Oh, ich bin auf Platz 1, können wir jetzt aufhören, ich spiele es nicht mehr. Bloggy steht gleich auf, geht zur Könnt ihr mal aufhören, jeden Satz immer falsch aufzufassen? Das machen wir immer so. Krass mit euch. Das ist der Humor, den ich habe. Alter, Blocki, das ist der Witz an der Sache. Bloggy, du hast doch. Nervig! Du hast noch nicht einen einzigen Johnny- und Fully-Abend mitverbracht hier, oder? Ja. Nein, Johnny- und Fully-Abend besteht daraus, dass irgendwas gesagt wird, und dann diskutieren die beiden für 20 Minuten darüber, ob flauschige Socken wirklich das Beste der Welt sind. Und die Sache ist, sie diskutieren ernsthaft darüber. Sie diskutieren aber ernsthaft darüber. Warum sagst du nein? Ich sage aber tatsächlich auch nein. Die Sache ist nicht bei flauschigen Socken. Das ist eine schöne Sache für kurze Zeit. Allerdings gibt es dann das Problem, das man immer hat. Ich meine, gewisse Reize, die man wahrnimmt, die werden vom Körper nach relativ kurzer Zeit wieder ausgeblendet, weil man sonst an Reizüberflutung verrückt werden würde. Das heißt, bei flauschigen Socken spürt man nur wirklich dann was, wenn man sie gerade angezogen hat oder wenn man sich bewusst darauf konzentriert. Das heißt, im Endeffekt bringen sie nicht wirklich was. Und als kleine persönliche Nebennote habe ich das Gefühl, dass sie sich immer mehr mit Schweiß vollsaugen.
Ja, ich habe dir gerade null zugehört. Hast du gerade im Double-Time geredet? Ja, aber ich Geschichte erzählt. Ich habe tatsächlich zugehört. Ich wollte meine Meinung zu flauschigen Socken wissen. Das sah bei mir aus. So. Ich habe versucht zuzuhören, ich fand es einleuchten. Ja, okay. Alter, okay, okay. Schleimer. Es ist aber der Unterschied zwischen dieser Arsch. Ist halt Johnny. Das ist auch so eine Sache, die halt die auch nicht. Fully kriegt viel mehr als ich. Fully ist der Schlimm, Fully ist der Wahnsinn. Ja. Was ein Arsch kriegt. Ich glaube nicht, dass er dich streiten sollte, wer von euch tiefer reingerichtet. Doch. Das ist krass. Schau, du musst über alles immer diskutieren. Damit. Ja, echt, ey. Man könnte aber lange drüber diskutieren. Mich hat's tatsächlich einfach nur interessiert, was er zu Wollsocken zu sagen hat. Das hätte auch bei dir zugehört. Das interessiert mich auch. Sind alle sehr interessiert daran. Ja. 200 Menschen denken sich auch gerade, Mann, die Meinung zu Wollsocken von Fully und Johnny, die wüsste ich jetzt gerne. Ja, unentspannt Podcast, kommt irgendwann. Ich sage euch, unentspannt Podcast jemals kommen würde. Ja, auf jeden Fall sehr erfolgreich. Nee, ich glaube nicht, es macht die Leute nur wütend. Na, ich war immer sehr gucken. Wütend. Ach. Übrigens, Mock, du hast noch keine Themen gesagt. Wir haben eine Liste gemacht, da suchen wir was raus, wird ganz geschmeidig. Ich konnte mir auch keine wertvollen Gedanken darüber machen bisher. Ja. Ich bin die Liste gleich aus mit Experten. Okay. Ich habe eine Liste mit Expertenrunden-Themen gemacht, das wird der heiße Scheiß. Kannst du dir einfach ein paar raussuchen, einfach so greifst einfach rein und sagst du dir, oh ja, Schokolade. Ja, wie eine Chipstüte. Ja. Oh ja. Nee, das ist wie eine Packung Celebrations. Alter. Das celebratest du immer, egal was du rausbekommst, außer es kommt ist... Kommt auch auf ein paar Themen doppelt? Außer es ist Malteser, was? Kommt auch ab und zu mal ein paar Themen doppelt. Malteser ist doch mega gut. Ich weiß, mir ist ein sich Schlechtes eingefallen, tatsächlich. Mars ist nicht gut. Mars wäre das Schlimmste, times, ja. Come on. Was ist denn euer Lieblings-Celebration? Ich glaube, ich habe auch ein Thema Das Mars wie heißt das? Dorf heißt das, glaube ich, mit dem Karamell. Ja, Dorf ist geil. Mit dem Karamell in der Mitte. Alter, ja. Ja! Das ist ja immer... Ich bin Bounty. Das kriegt man nicht normal. Bounty ist doch so langweilig. Das kannst du dir auch so kaufen. Bounty ist doch voll lecker. Ja, aber es ist doch langweilig bei Celebrations. Bounty kauft man sich doch auch normal, wenn man es so gut findet. Ich frage mich gerade, kann man das irgendwie normal kaufen? Du kannst ja alles, was da drin ist, normal kaufen. Alter. Weil früher dachte ich davon so, das ist langweilig. Das ist irgendeine langweilige Scheiße mit Schokolade. Aber es ist mega lecker. Darf nicht eine Seife? Ich kann das jetzt gar nicht zuordnen, tatsächlich. Das ist Karamellade, oder? Meint ihr Dime? Dieses absolut zum Abkotzen. Nee, nicht Dime. Nee. Dime, weil nur so ein hartes Plättchen ist und man aber so abgesehen denkt, davon, Dime mochte ich Dime auch noch nie. Nee, den Geschmack schon, aber die Konsistenz ist schrecklich. Die ist einfach hart und knackig. Ja, das ist einfach nur harte Kacke. Das tut irgendwie weh. Alter, das mit den fetten Karamellklumpen drin. Ja. Du nicht weh. Das ist so gut. Da sind doch keine Leinringe drin, oder? Das ist so gut. Ja, das schmeckt gut. Leinmini ist da nicht drin. Leinmini wäre der Shit. Leinmini wäre richtig geil. Aber also ja. Oder Nuts. Nuts ist auch voll gut. Wisst ihr, was der heiße Scheiß ist? Mr. Tom. Immer noch. Ja. Sag ich jedes Mal. Ich kaufe Mr. Tom nie, aber ich habe mir mal vom Jahr zwei Stück und ich dachte mir, Alter, sind immer noch so gut wie früher. Mr. Tom ist so ein Nussriegel. Also das ist einfach nur Haselnüsse mit ein bisschen Karamell. Moment, den muss ich mir gerade mal angucken. Voll lecker. Mr. Tom. Das ist so gut. Kennst du bestimmt. Und die Verpackung, die ist doch sowas von aus dem Frühjahr 2000. Ja. Okay, Symphonie. Ja, natürlich. Crazy Taxi, fuck. Lion Cereal gibt's als Riegel, die finde ich lecker. Was, warum gibt's? Es gibt die Lion Cornflakes also noch als separaten Riegel. Nee, heißt nicht Cereal, das heißt einfach Lion. Es gibt dann Lion Cereal? Ja. Und es gibt dann... Warum gibt's das? Und den Schokoriegel? Warum kauft man sich sowas? Der auf den Frühstücksflocken... Die auf einen Schoko. Das ist wie das Street Fighter-Spiel zum Street Fighter-Film. Ja, genau. Was ich mit Abstand aber am meisten liebe, aber mich immer wieder ärgere, wenn ich mir das kaufe, weil so wenig drin sind, sind die Giotto. Giotto? Oh, Alter. Giotto, ja. Lecker. Ich denke immer wieder, die sind so Hammer und dann kaufe ich mir die und denke mir, da ist so wenig. Wisst ihr, was wir mal auflisten müssen? Pass auf, ich sage Giotto, Raffaello und dann abgeschlagen auf dritten Platz ganz klar Rocher. Ey, Raffaello. Raffaello ist auf dem ersten Platz. Würde ich halt auch noch Nee, Giotto, ich bin Giotto, Mann. Auf jeden Fall. So eine richtig lange, fette, große Packung Raffaello, ey, die pfeife ich mir an. Giotto ist fast wie Raffaello, aber nicht ganz. Und ja, ich weiß, aber ich mag Giotto mehr. Nein. Ja, Giotto ist auch drauf. Cremig. Nein, hör auf. Lass es. Bin auf Johnnys Seite an dieser Stelle. Danke. Raffaello ist sowieso so ziemlich das Geilste, was es gibt. Ja, es ist so. Giotto. Raffaello ist verdammt gut. Ja.
Da ist es auch. Es fällt mir nicht schwer, den ersten Platz zu wählen, aber doch entscheide ich mich für Giotto. Raffaello ist halt eine Champions League. Und ja. Giotto ist halt so, ne, Welt. Rocher ist so dritte Lobo. Ja, Junge. Rocher ist so offensichtlich lecker irgendwie. Rocher ist ganz so lecker. Sie sind alle drei lecker. Und Rocher, ja, wenn ich die verzeihen, dann... Wenn ich im Gegensatz zu dem anderen nehmen müsste, ne, dann ist natürlich Raffaello so eine richtige Geschmacksexplosion. Ja. Rocher werde ich ja nie verzeihen, dass ich wegen dem damals als Kind ausgelacht wurde von meiner Familie. Oh, seht ihn euch an, hat der Rocher gesagt. Der kleine Dumbatz hat gerade erst gelernt zu lesen und er kennt das Wort Rocher nicht. Seht ihn euch an, wie dumm ist der denn? Ich kann es mir richtig ausmalen, wie rot dein Kopf, also wie dieses Gefühl, wenn dann die Hitze so hochsteigt. Vor allem, wenn er das heute noch weiß, was ja wirklich hart getroffen hat. So habe ich mir den Namen gemerkt davon. Glena, du musst raus. Weil ich nicht gern Glena. Ah! Glena, also, du musst raus. Mich jetzt. Glena, du musst raus. Also meine Schwester. Glena, du musst raus. Glena, du musst raus. Ich finde immer wieder beeindruckend, was Blocky für eine Autorität ausstrahlt. Ja. Ja. Das ist wahr, das ist Sonic. Letztens war ja sein Cousin da, ne? War genau so. Geh raus. Jetzt verliere ich. Nein! Ja, mein Gott! Wenn die einmal pusten, dann fliegt Blocky ja auch weg. Sag, was hält er davon? Wie spricht er denn Rocher aus? Ja. Ja. Nee. Bei Blocky? Nee. Kannst du überhaupt Blocky sehen? Genau, Blocky sagt. Genau, alter Mann. Was? Erklär's uns doch mal. Dafür habe ich ja eine Brille. Damn! Ja, damn, das ist meine Brille. Nice, bro! Hat er damn nice gesagt? Damn, nice, bro! Alter, das ist so ein richtiger Job. Was du da? Hör auf, die Kopfhörer zu nehmen. What up, man, little dude? Hör auf zu tanzen, was soll das? Du zerstörst mir gerade wichtige Punkte. Das geht. Die können dich nie sehen. Das ist wieder unangenehm. Ey, nicht im Gesicht, was ist das? Da legt er den Tanz seines Lebens hin, dann kannst du niemanden sehen. Warum steppst du denn hier rum? Gib mir die Kopfhörer wieder. Gib mir die Kopfhörer wieder. Ich weiß nicht, Blocky, mehr, was hier da passiert. Hier wird letzter Platz, das ist gut. Was machst du da? Jetzt kann Bolo aufholen. Dann zieh ich vielleicht in der letzten Strecke noch vorbei. Glaub, ja. Stimmt, da steht er einfach. Ja. Bravo, Junge, du! Oh, der steht da aber schon eine Runde lang. Ich würde einfach mal sagen, dass ich jetzt aktuell, dank Blocky, dass wir jetzt aktuell in die Livestreaming-Champions-League aufgestiegen sind. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, viel weiter nach oben geht es jetzt nicht mehr. Das Lustige wäre halt, wenn Blocky das streamen würde mit Kamera, dann wäre das tatsächlich in irgendeiner Compilation irgendwann drin. Ja, ich höre dir doch zu. Twitch Fails April 2017. Nice. Na, so schlimm ist eigentlich auch nicht. Das ist eher lustig. Das sind auch manchmal nicht so schlimme Fails. Hör zu. Drin, ne? Ich schaue mir sowas nicht an. Ich hab nicht. Sport ganz hochtreiben. So. Wenn du die Tür schon aufmachst, dann mach ich doch zu. Er hat einen Punkt. Wer heizt denn nicht für draußen? Sport kannst du auch mal treiben, Blocky. Ein bisschen Sport treiben. Ey, das ist doch ein Witz. Und er stolpert der Blocky über die Bierflaschen. Jetzt ist der Bolo einfach höher. Ja. Als ich. Das ist so schwer. Jetzt überrundet ihr mich. Nee, komm, ich bleib stehen. Hat weißt du, warum Bolo jetzt höher ist als du, Blocky? Weil er sich auf die Karriere konzentriert und nicht auf die Familie. Ja, das ist richtig so. Stell dir vor, sein Bruder würde jetzt einfach da auftauchen und sagen, Mensch, Chris! Und ihr fragt mich, warum ich da hochbeten bin. Würde ich aber raussteppen, ganz schnell. Chris, kannst du mir mal 5 leihen? Nee, nach so kleinen Beträgen fragt er nicht. Ist eher so 500 wohl eher dann. Oder, nee. sagt der Bono, Mensch, ich wollte gerade fragen, ob du mir was leihen kannst. Wie soll ich denn innerhalb von 21 Sekunden noch eine Runde machen? Der soll mir erstmal die 400 zurückgeben, die er mir noch schuldet. Dann gehen wir weiter. So, auf Spieler warten, wo bleibt ihr denn?
Jungs, wo bleibt ihr? Ich bin im Ziel. Wann gibt's die Twitch-Partnerschaft? Ich muss doch noch machen. Die geile Twitch-Partnerschaft, keine Ahnung, hab ich nicht drum gekümmert. Irgendwann vielleicht, mir egal. Oh Mann, das ist unfair. Loki, du strahlst richtig Autorität aus. Aber es könnte sein, dass du immer noch vor mir bist. Okay, ja, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein letztes Rennen. Da kann Blocky jetzt noch beweisen, dass er doch gut ist, wenn er Erster wird. Und wenn nicht, dann hat er so eine ist ein Scherz. Ich hab da einen Punkt bekommen, einen Punkt! Drei öffentliche Spiele am Stück gewonnen. Da habe ich einen Sticker für gekriegt. Alter, ich habe vorhin auch einen Sticker bekommen. Bekommt man auch, wenn man drei im Stück verliert? Leck! Also wenn man letzter wird oder so dreimal im Stück. Keine Ahnung, vielleicht. Musst du Blocky fragen. Oh. Wenn es um Döner geht, Glorietta, wäre ich weg. Dann hätte ich sofort gesagt, tschüss. Oh, guck mal, wer erster ist. Oh, Gleichstand! Blocky Gleichstand! Alter, das große Finale, Leute. Verdient, Alter, richtig und was ist das Gegenstück zu Final Destination in dem Spiel? Der beste Spieler der Welt, das wird krass. Nein, Leute, bist du nicht! Doch. Du hast dich ablenken lassen, selber schuld. Alter, egal, wisst ihr, was wir machen? Ich hätte jetzt einen Gott. Mann. Ein Profispieler lässt sich nicht abflinken. Wir machen jetzt die Champions League, okay? Geile Outrun-Bucht, Alter. Ich bin nicht mehr. Die steht bei Bonus-Strecken. Ich glaube, die kenne ich gar nicht. Die kenne ich gar doch, nicht. Doch, die ist ziemlich cool. Da kann man kurz mit fährt man am Strand entlang und dann fährt man kurz übers Wasser mit dem Boot. Alter, das ist blind. Die war ganz kurz, ne? Nein. Geile Outrun-Strecke. Ja, Johnny braucht noch einen Fahrer. Oh, Johnny. Johnny, er braucht doch dort den Fahrer. Ich wusste nicht, dass man Fahrer auswählen muss. So eh letzter Platz. Wann geht's denn nicht? Okay, Blocky, bist du bereit? Das ist das Finale. Das ist das Finale. War letztes Rennen für diesen Stream. Und die habe ich noch nie ich bin die noch nie gefahren, wenn ich ehrlich bin. Ja, was? Nicht. Blocky, die, das ist die super. Das ist eine Strecke, das ist Outrun, okay. Alter. Okay. Wenn ich den Turbo starten könnte, ne? Oh, kannst du dich jedes Mal, wenn er die Zeile erscheint, musst du kurz am Gas drücken. Mach ich immer, klappt nie. Bei mir immer, wenn es schwarz wird. Nee. Nicht? Egal, funktioniert bei mir. Also bei mir, keine Ahnung, ich werde es ein bisschen. Fick dich, Blocky! Oh, ich drück einfach immer, wenn der Bildschirm schwarz ist, dann geht's. It's time for Crazy Taxi! Crazy Taxi! Hey, 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 hey! So, das ist mein erster Platz. Nein! Dann werde ich von der CPU kaputt gemacht. Ciao, Blocky. Hey, das läuft. Au. Bis Blocky. Bus. Hey, Blocky. Ey, haut doch mal. Au! Ich hab Schneeball für dich abgefahren, Blocky. Du Haufen Scheiße. So dankst du es mir also. Ich fang Schneeball für dich ab und du lässt deinen Motor neben mir explodieren. Da gönne ich euch keinen. Nee. Alter, wo muss ich hin? Ich weiß es gerade auch nicht. Bin ich jetzt Dritter dadurch? Hey. Was macht ihr denn? Bin ich eigentlich gefühlt der Einzige, der immer, wenn er durch ein Turbo fährt, auf Versehen den Gastaste losleert, um zu bemerken, dass eigentlich nichts passiert? Dass du nicht die Kong Racing spielst? Nee, tatsächlich ist es bei mir nicht so. Nein! Ich hänge fest! Pack mich, spawn mich doch zurück! Du Scheißspiel! Bist du wieder mit Landfahrzeug auf der Lava unterwegs, Maeve? Nein, ich war auf einer Yacht. Mit meinem Boot. Hau ab, Johnny! Nein! Hau ab! Nein! Das klang jetzt schöner, als es war. Fick dich, Blocky! Ey, das ist doch ein Witz hier! Komm noch nie wieder ran. Du wirst mir nicht zwischen beiden Punkten stehen! Den hast du voll daneben geschossen, ey. Ah, der Wollo ist halt richtig weit hinten. Nein! Johnny, ja! Hab ich dich getroffen? Ja, hast du! Blocky ist aber auch nicht weit vorne. Der ist direkt vor mir. Wollo denn? Von daher. Fucking Bees! Ich mag Bienen. Ah! Bienen! Ich hatte einen Handschuh, du Fotze. Was, Glover gibt's auch in dem Spiel? Fucking Glover. Alter, verpiss dich mal! Yeah! Oh Gott! Lol. Ich bin falsch rum. Ist irgendjemand, der Glover mag? Natürlich, ich liebe Glover. Ey, du hast dich! Ich verstehe nicht, wie man Glover mögen kann. Oh mein Gott. So richtig langweilig. Ich liebe Glover. Glover ist halt echt scheiße. Ja. Nein. Doch. Dann muss man halt wirklich als Kind gespielt haben, dann kann man es vielleicht mögen, aber so. Nein! So im späteren Lebensverlauf nochmal Glover anfangen, das geht nicht. Doch. Das ist ein scheiß Handschuh. Das ist nicht Super Smash Bros. Was willst du mit dem?
Der lacht nicht mal. Mechanik ist eine sehr schöne, die ich so lange schon bis gar nicht mehr gesehen habe. Ey! Kein Problem, Blocky, kein Problem. Ah ja, Blocky, findest du eigentlich bisher Shantae Half-GD Hero, beziehungsweise du hast durchgespielt, oder? Ich find's sehr schrecklich. Ja, also ich muss sagen, ich hab's nicht weitergespielt. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist ein unglaublicher Rückschritt. Absolut, absolut, absolut. Ich war sehr enttäuscht tatsächlich. Das hab ich denen auch geschrieben, sehr enttäuscht davon, ja. Weil ich kurz davor Pirate's Curse gespielt habe, dann dachte ich mir, Alter, kannst du eigentlich Half-GD Hero spielen? Das ist wirklich so. Das war bei mir aber auch so, da dachte ich mir, schön, aber... Vor allem allein grafisch sieht's einfach so viel schlechter aus. Ich meine, ich mag die 2D-Elemente, die sie gemacht haben. Die Hintergründe sind einfach Schwachsinn. Die sind 3D. 2D für ja, gut, Charaktere muss man, und 3D-Hintergründe, da sagen, das passt ist, nicht. Muss man aber sagen, das ist Warum haben sie keine 2D-Hintergründe gemacht? Ich meine, ja, das ist halb nicht. Das war ja eigentlich ein Kickstarter-Projekt. Und da wollten die das extra so designen wie ein Ja, wie Dark Tales haben sie es gemacht, wie das Dark Tales Remaster. War ich ja würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass es zur Hauptstory gehört. Oder zu einem der Hauptspielen, wenn ich ehrlich bin. Mein Gott, jetzt bin ich sauer. Ist halt sehr linear und das bin ich von Shantae normalerweise nicht gewöhnt. Ja, Pirate's Curse war auch ziemlich linear, aber es war ein fantastisches, absolut fantastisches Spiel. Das war sogar, als ich das, ich habe das ja wirklich zum ersten Mal zu Ende gespielt, da habe ich es aufgenommen. Und da hatte ich dann, glaube ich, die 10, 12 Parts oder so am Stück aufgenommen. Mighty Switch Force ist ziemlich cool. Mighty Switch Force ist der Wahnsinn. Mighty Switch Force! Kenn ich nicht. Da ist der Fully erst! Ach ja, der Fully, der Johnny. Alter, jeder. Jeder verwechselt uns, sogar Blocky. Ich verwechsel. Alter, ich hab die ganze Strecke überdominiert, was da passiert. Ja, das weiß ich auch nicht, lief nicht. Ja, ich hab von hinten nur auf die Fresse bekommen. Ich auch. Ja, von mir. Oh, okay. Blocky ist aber Zweiter. Schlagen, ey. Oh, ja. Nein. Das ist ein Wollo gewesen. Oh, damit, hinter mir, hinter dem Damit Affen. Könnt ihr mich jetzt krönen. Das war eine richtig gute Strecke. So, kröne den Blocky. Der König der ist halt da. Halt geradeaus. Der Dankeschön. König. Hab ein bisschen mehr Respekt. Gut. Also, liebe König. Leute. Ja, war soweit mit diesem lieblichen Stream. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie man den Stream beendet am besten. Deswegen. Man sagt, geh jetzt und ihr geht woanders hin. Tschüss. Okay, vielen Dank an euch auch fürs dabei sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, alle. Und ich geh jetzt. Ja, bis zum nächsten Mal. Guten Abend. Und dann lasst ein Follow. Ciao. Ich glaube, die bin ich sowieso schon voll. Follow, Sub, Donate. Tschüss. Bis zum nächsten Mal mit eurem Jonas Amazonas. Johnny Jungle.